Einen wunderschönen guten Abend zu Delta Green und ich mache es heute kurz, denn das Imitat gibt ab an den echten Alex, der heute spielleitet. Es ist mir wie immer eine große Ehre und ich gebe es in deine Hände heute. Ja, vielen Dank, Imposter Alex, und willkommen bei Delta Green. Hier ist Ihre Inhaltswarnung, Agents. Delta Green beinhaltet unter anderem Okkultismus, Body Horror, Krankheiten, Ritualmorde, Shootings, Drogenkonsum, Suizid, unsachgemäße Darstellung von Geisteskrankheit und auch Gewalt gegen Kinder, diese aber nur off-camera, soweit gehen wir da nicht. Passt auf euch auf da draußen und guckt nur Sachen, die euch gut tun. Wir sehen die Wohnung von Gabriela Lopez, MD. Ich gehe direkt rein, sorry. Die Wohnungstür öffnet sich und wir sehen erneut, wie schon vor ein paar Monaten, wie Gabriela Lopez ihre Wohnung betritt. Diesmal hat sie allerdings keine Arztklamotten an, sondern ihre normalen Reiseklamotten. Und deine Schwester kommt dir sofort entgegen. Gabriela, da bist du ja, wo warst du? Habe ich doch geschrieben, ich war bei Chris. Du warst nicht bei Chris. Chris ist gerade am Telefon. Ja, ich erkläre dir das später. Gibst du ihn mir mal? Sie ist hier, ich gebe sie dir. Chris ist dran. Gabriela? Gabriela, ist alles gut bei dir? Ja, alles gut. Keine Sorge. Ich musste überraschend weg. Und Wo musstest du denn hin? da ist so eine Jobsache, weißt du? Da musste ich hin. Was denn für eine Jobsache, wo du plötzlich mehrere Tage verschwindest, mir nichts sagst und deiner Schwester sagst, dass du bei mir bist? Das kann ich dir jetzt so schnell nicht erklären, weißt du? Außerdem willst du ja schließlich auch nicht aus Frisco wegziehen. Und wenn wir hier, ich wohne hier und du wohnst da, und das ist ja auch kein Zustand, wenn wir heiraten. Darum geht's doch jetzt überhaupt nicht. Also, du kannst ja nicht einfach, also, ich weiß nicht, das, also, was würdest du denn sagen, wenn ich einfach am Wochenende verschwinden würde und rumlügen würde, wo ich bin? Triffst du dich mit irgendjemandem? Nein, nein, kein, also, mit einem anderen Mann hat das gar nichts zu tun. Ich, weißt du was, ich buche einen Flug und ich komme nächste Woche mal zu dir. Und bis Dann dahin. können wir in Ruhe. Was? Bis dahin erklärst du mir das nicht, sondern erst dann, wenn wir uns sehen, müssen wir irgendwas sagen, müssen wir Schluss machen. Da kannst du dir den Flug auch sparen. Nein. Nein, ich will nicht Schluss machen. Wir wollen heiraten. Wie, sag mal, vertraust du mir eigentlich gar nicht? Doch, aber wenn du lügst und deiner Schwester sagst, dass du bei mir bist, die sich übrigens auch große Sorgen gemacht hat, dann ist es mit dem Vertrauen so eine Sache. Deswegen warte bitte, bis ich bei dir bin und dir erklären kann, was passiert ist. Okay. Ich hätte jetzt gerne einen Wurf von dir, wie du versuchst, ihn zu überzeugen, dass irgendwelche Befürchtungen von ihm völlig aus der Luft gegriffen sind. Das wäre wohl Persuade, weil ein einfacher Charisma-Wurf tut es da nicht mehr. Einfach draufklicken, ne? Ja, ach, guck mal hier, du bist ja ziemlich gut drin, sehe ich gerade. Ja. Okay, okay, dann bin ich erstmal froh, dass es dir gut geht und dann kannst du ja mit deiner Schwester hat sich auch Sorgen gemacht, übrigens. Ja, Und dann sehen wir uns nächste Woche und dann sprechen wir mal darüber, ja? Genau. Alles Okay. klar. Ich hab dich lieb. Alles gut. Ich dich auch. Okay, damit bleibt dein Bond intakt. Fein, da hast du eine Menge an Erklärungen zu tun, aber ich würde jetzt als nächstes den Home Pursuit von unserem Computerspezialisten Lance Bord machen, der bei unserer ersten Mission jede Menge Sanity verloren hat. Und ich habe gehört, du hast vor, in Therapie zu gehen. Ja, hervorragend. Das scheint mir eine weise Wahl. Alles klar. Cut, wir sehen ein typisches TherapeutInnenbüro mit einer Couch und so einem Bücherregal im Hintergrund. Und wir sehen die Person, die die Therapie macht. Das ist eine Frau, sie ist ungefähr Mitte 50. Wie sie gerade mitschreibt, während du erzählst. Gehe ich nicht zu Sarah? Ach, Entschuldigung, natürlich, sorry. Ich habe hier gerade irgendeine Therapeutin ausgedacht. Du hast ja schon eine. ist das vielleicht Sarah oder ist Sarah jünger? Ich glaube, Sarah war jünger, ne? Sarah ist jünger, ist Anfang 30. Alles klar.
Gut, die Frau auf dem Sessel ist gerade rapide verjüngert. Es ist natürlich Sarah und Sarah schreibt mit, während du erzählst. Na, zwischendurch aber nochmal so gelegentlich eine Nachfrage. Also, damit du es richtig verstehe, lernst. Dass diese Frau, die in diesem Fäkaltank drin war, war da drin für mindestens 10, 20 Jahre? Das wissen wir nicht sicher, aber vermutlich, weil sie war zumindest so lang verschwunden. Also, und konntet ihr klären, wovon sie die ganze Zeit gelebt hat? Ich weiß nicht, ob sie im eigentlichen Sinne noch gelebt hat. Lance, es ist wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind in so einer Therapiestunde. Und im Übrigen kenne ich dich als einen streng logisch denkenden Menschen, der jegliche Form von, wie soll ich sagen, Dingen, die so ein bisschen außerhalb unseres rationalen Vorstellungsvermögens sind, normalerweise eher ablehnt und als nicht existent betrachtet. Ist irgendwas passiert, das dich da diesbezüglich verändert hat? Diese Frau in diesem Fäkalientank, es geht ja noch weiter. Also, jemand hat sie dann rausgelassen. Und naja, sie ist dann weggelaufen. Ein Kollege hat auf sie geschossen und ihr ist tatsächlich etwas ein Stück Fleisch aus dem Bein gerissen worden, aber sie ist einfach weitergerannt, als gäbe es. Wäre das überhaupt nichts gewesen und viel schneller, Usain Bolt hätte blass ausgesehen neben ihr. Und wir haben sie später nochmal wieder getroffen. Sie hat Kugeln gefressen, als wäre es nichts. Und seitdem sagst du, fühlst du dich gelegentlich völlig machtlos? Ja, und. Weißt du, kennst du von das Cover von Johnny Cash, Hurt? Ja, kenne ich. Ich wusste gar nicht, dass es das ein Cover ist. Ich kenne nur die Version von Johnny Cash. Okay, darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal. Wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Ich bin ja gut mit Computern. Nur das hilft mir halt wenig, wenn irgendwelche Steinzeitmenschen mit einem Röhrenfernseher, ich wusste nicht, dass die überhaupt noch funktionieren, haben eine Kurbel, funktionieren die mit Strom? Keine Ahnung. Der hatte keinen Computer. Was soll ich dazu beitragen? Was ist mein Sinn und Zweck in dieser Welt, wenn nicht das? Ich will nicht irgendwann in 60 Jahren auf mein Leben zurückschauen und so, ja, war mit gut kommen mit Computern, aber das war's dann auch. Ich verstehe. Nun, hier ist, was wir dagegen tun können. Und damit kommen wir zu zu dem Wurf, den wir jetzt machen, und zu gucken, wie gut deine Therapiesitzung läuft. Du hast beschlossen, die Wahrheit zu sagen. Das hat den Vorteil, dass es bei einem Erfolg mehr Sanity zurückbringen kann, aber auch den Nachteil, dass du die Wahrheit gesagt hast, was eine Menge lustiger Konsequenzen haben kann, über die wir jetzt nicht reden müssen. Das heißt, ich würfle jetzt einfach mal einen W100. Und das ist eine Luck Roll. Bei einer 1 bis 50 ist es ein Erfolg. Bei einer 51 bis 100 ist es ein Misserfolg. Und wir schauen mal, was so passiert. Also eine 13 ist ein Erfolg, aber kein kritischer Erfolg. Aber immerhin, das ist doch gut. Das bedeutet, du kriegst ein W6 Sanity zurück. Ja, super, ich freue Ein mich. Punkt. Ja, geil. Hervorragend. Schön. Haben wir noch einen Reroll? Ne, die gelten nur für den Abend. Ne? Rerolls gibt es immer nur für einen Abend. Die werden nicht mitgenommen. Ich habe ihn Alles ja klar. bewusst mit ein wenig Cent hier angefangen. Alles Ja, gut. es ist, man weiß, dass man einfach, das ist wie ein Auto kaufen, was schon ein bisschen älter ist, da weißt du einfach, dass, ne? Gut. Also, sie macht einen Therapieplan mit dir und es gibt auch Medikamente und sowas, aber das schlägt erstmal nicht so gut an, wie man es vielleicht sich erhofft hätte. So, Ja. Elizabeth und Carter haben ihre Home Pursuits schon letztes Mal gemacht. Kann man ja auf YouTube nachgucken, wer es mir nicht glaubt. Sehr empfehlenswert. Eine Frage Aber noch, muss ich ja. nicht auch einen Bond Oh, warte, sorry, du produzieren? hast vollkommen recht. Gut, dass du sagst. Einen Punkt Ist meine ich, das ne? so? Oder?
Ja, genau. Therapie reduziert einen Bond um einen Punkt, weil du deinen Verantwortlichkeiten diesbezüglich nicht mehr so richtig nachkommen kannst oder Ja, weniger dann nehme ich nachkommen die kannst. Familie. Danke fürs dran erinnern. Deine Familie, alles klar. Stimmt, ich habe gesehen, das ist eh nicht mehr deine Motivation. Gut. Also, Kate und Elizabeth haben letztes Mal schon ihren Home Pursuit gemacht, aber nichtsdestotrotz möchte ich eine kurze Szene mit Elizabeth haben, denn bei dir klingelt das Telefon. Du bist stumm. Entschuldigung, mein Telefon war stumm. So. Ja, offensichtlich, ja. Lauf laut los. Tja, kann man nichts Ja, machen. was für ein Telefon klingelt? Mein Handy? Dein wird wahrscheinlich. Ne, wenn du noch ein Festnetz hast, wird das klingeln. Also zu Hause oder im Büro ist die Frage. Also das meine ich. Es wird zu Hause sein. Okay, also ein privates Telefon klingelt. Alles klar. Ja, Robbins? Boston Police Department, spreche ich mit Elizabeth Ann Robbins. Ja, tun Sie, was ist los? Nichts Dramatisches, Miss Robbins, Miss Robbins, Entschuldigung. Oder Miss? Mist. Miss Robbins, wir haben Ihre Brieftasche gefunden. Ich überlege gerade, ob mir bewusst war, dass meine Brieftasche fehlt. Bist ziemlich sicher, dass deine Brieftasche nicht fehlt. Sie haben meine Brieftasche gefunden. Ja. Wurde uns hier vorbeigebracht von einem ehrlichen Finder. Ah, danke. Dann komme ich wohl vorbei. Alles klar, Sie sagen dir die Adresse vom nächsten Polizeirevier, beziehungsweise von dem Polizeirevier, wo es halt hinterlegt ist. Okay, ich schaue mal da, wo ich denke, dass meine Brieftasche ist. Was ist eigentlich Brieftasche? Was ist eigentlich mein Portemonnaie, oder wie? Ja, also das ist ein gebräuchlicher Alternativbegriff für Portemonnaie. Das ist ein alter Alternativbegriff. Weiß gar nicht, wie der so alt ist. Portemonnaie ist ja auch nicht topmodern. Egal, also jedenfalls, dein Portemonnaie ist da, wo du es erwartest, und ist da alles drin, was drin sein soll. Okay, das halte ich für super strange, aber da man ja nie weiß, auf welche Art und Weise mein Arbeitgeber mit mir Kontakt aufnehmen möchte. Also mein zweiter Arbeitgeber mit mir Kontakt aufnehmen möchte, weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich gehe auf jeden Fall mit meiner eigentlichen Geldbörse da mal hin zum Police Department und schaue einfach mal. Erwähnenswert übrigens ist vielleicht, dass seit eurer ersten Mission jetzt mehrere Monate ins Land gegangen sind. Es ist Ah. März. Okay. Der Frühling kommt langsam an. Schön. So, also du gehst dann zur Polizei, füllst dann dein Paperwork aus, sagst dir Bescheid, dass du da bist und so weiter. Und dann haben sie halt so eine Plastik-Ziplock, in der ein völlig generisch aussehendes, leicht gebraucht aussehendes Portemonnaie drin ist. Bitteschön, ihr Zeug. Und du siehst noch ein paar andere Papiere da drin. Okay. Ich würde mich mal quasi etwas abwenden, um es anzuschauen. Also, du schaust dir das an. Das Portemonnaie ist, sind irgendwie $5 in Bar drin und außerdem ein Personal, also eine perfekte Replika deines Personalausweises oder deiner ID, wie auch immer, vom Staat Massachusetts. Sonst ist da nicht viel drin. Und ansonsten, die Papiere sind eine Broschüre für ein Seminar im Makler-Business im Holiday Inn in Tampa, Florida, und zwar ab kommenden Freitag. Und die Front dieses kleinen Flugblattes, da hat noch jemand mit Hand ein kleines grünes Dreieck drauf Ja, gemalt. ja, ja. Ich verdrehe ein bisschen die Augen. Was ist denn dieser Mission Impossible Scheiß hier? Weil ich es einfach eine ziemliche Kinderkacke finde, auf die Art und Weise uns zu irgendwas einzuladen. Aber okay, die werden ihre Gründe haben. Das heißt, ich kann das Portemonnaie mitnehmen. Ich wollte nämlich nur sicher gehen, dass ich nicht irgendwas annehme, was gar nicht mir gehört, und die dann sagen, sie haben die falsche Elizabeth Robbins angerufen. Nee, also das ist auch ein Foto von dir und so. Also die werden schon ab, also die wollen, dass du unterschreibst und das Zeug mitnimmst. Ja, mache ich auch, und bedanke mich dann und gehe. Weiterhin mental vor allen Dingen augenrollend. Es ist so unnötig, dass ich jetzt hier extra runtergefahren bin in die Stadt, wenn die einfach auch hätten einen Brief schicken können. Well, alles klar. E-Mail. Zumindest habt ihr diesmal ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Also ich nehme an, dass du dein Zeug packst und deiner Tochter informierst, dass du ein paar Tage außer Haus sein wirst. Ja. Gut. Was übrigens nicht enthalten ist, diesmal so Flugtickets, die müsst ihr euch selbst drum kümmern. Ah, fick die Henne, echt. Also, was soll das? Sind die billig oder was? Jetzt muss ich auch noch. Ach, ich meine, ich werde gut vernünftig bezahlt in Harvard, aber trotzdem. Es ist so ein, okay, ja.
Ich mir halt meinen eigenen Flug. Kriegen wir eigentlich Spesen erstattet von Delta Green? Das müsst ihr eurem Händler erklären. Es gibt da kein offizielles Formular für. Fein, alles klar. Dann Schnitt. Wir sind in Tampa, Florida. Beziehungsweise, ja doch, in Tampa, Florida selbst. Eine typisch Florida-mäßige Stadt. Das heißt, viel Sonne und viele gläserne Wolkenkratzer im Downtown-Bereich. Und da sehen wir das Holiday Inn von Tampa, Florida, mit einem großen Schild darüber. Das Tampa Greenfield Holiday Inn heißt willkommen die Teilnehmer des Real Estate Seminars von der Burke Torrance GmbH oder wie auch immer. Und das Hotellobby ist komplett gefüllt mit Leuten aus dem Maklerbusiness. Sind Leute in Anzügen, die über irgendwelchen Quatsch reden, aber auch in der Bar, am Pool, in Lobby und so weiter. Also das ganze Wochenende ist hier das Makler-Eldorado. Und mittendrin sehen wir Agent Hamilton, wie er wahrscheinlich mit seinem Rollkoffer hinter sich gerade da in die Lobby ankommt. Denn vor ein paar Tagen hat dich auf der Straße jemand angerempelt, hat was fallen lassen und als ihr beide runtergebückt hat, was aufzuheben, hat er gesagt, oh, sie haben da was verloren, hat es dir gegeben und ist weitergegangen. Und das waren genau dieselben Sachen, also auch diese Broschüre und da wusstest du auch Bescheid. Deswegen gehe ich mal davon aus, ne, dass du auch dabei sein wirst. Ja. Du bist hier in diesem Hotellobby. Wer hattest du gerade gesagt, ist da? Ja, ein Haufen Leute aus dem Maklerbusiness. Maklerbusiness, okay. So, und schon so Luxusmakler, also so ein bisschen die Besseren, die Schnöseln. Ja, also man gibt natürlich unterschiedliche, sag ich mal, also ich glaube, die ganz hohen Tiere werden nicht in irgendeinem Holiday Inn an einem Seminar teilnehmen, die haben es gar nicht mehr nötig, ne? Aber Okay, so das das ganze Mittelmanagement wird da wahrscheinlich schon wieder dabei sein. wollte ich verzweifeln. Okay. Dann würde ich wahrscheinlich sofort zur Rezeption gehen und Ah ja. einmal meinen Ausweis dorthin legen. Guten Tag, es müsste ein Zimmer für mich reserviert sein. Ah, Mr. Hamilton. Wobei, Natürlich. warte. Ne, doch, ich denke schon, das steht hier gar nicht drin, aber. Ja, sehr gerne, Mr. Hamilton, kleine Sekunde. Und sie kümmert sich um irgendwelchen Papierkram. Währenddessen kommt irgend so ein Typ, der neben dir am Tresen steht, also an dem Rezeptionstresen steht, meint so. Hamilton, sind Sie bei Hobbs und Watson, der Maklerfirma? Da kannte ich mal einen Hamilton. Waren Sie das? Nein, Sir, das weiß ich ja nicht. Ah, dann tut's mir leid. Michael Johnson, grüße Sie. Was macht das Geschäft? Könnte nicht besser gehen. Deswegen, aber Sie sind Makler? Ja, natürlich. Was halten Sie denn von der Gesetzesänderung, die jetzt durchgegangen ist im Staate Louisiana mit der Grundsteuer und also das ist ja wohl mal ein Ding, oder? Halten Sie sich etwa nicht dran? Was? Natürlich halte ich mich ans Gesetz. Aber ich Sehr frage, was Sie gut. davon halten. Nun, das ist wahrscheinlich nicht die falschen, nicht wahr? Die Ja, Grundsteuer ist so ein kam. wichtiges Gut. Da muss man wirklich, der Staat muss davon etwas leben. Seine Angestellten sind wirklich wichtig. Er legt so ein bisschen den Kopf, schießt an nicht das, was er hören wollte. Nun, Entschuldigung, ich kriege hier mein Zimmer, Herr Johnson. Ah, naja, dann. Alles klar, wir sehen uns ja dann wahrscheinlich bei der Konferenz. Ja. Kommunist. Zahlen Sie brav Ihre Steuern. Er meldet sich wahrscheinlich jetzt beim FBI und die sagen, ja, nee, den kennen wir. Gut. Ich werde auch sein Gesicht in der Fahndungsliste checken. Hier kenne ich nichts. Ja. Was hast du denn Hatte es auf. irgendwie als 60-Jähriger geboren? Jeden Fall. Ich bin mein Was hat Vater. denn, Ja. Entschuldigung, was hat denn Carter für einen Search wert? 70. Oh, ihr seid ja eine Maschine. Hervorragend, das ist deutlich mehr, als du brauchst, um Folgendes festzustellen. In dieser Lobby ist noch jemand, der definitiv kein Makler ist. Der steht so ein bisschen alleine rum, weiß, männlich, Ende 40, blonde Haare, Metallbrille, nikotinvergibte Finger und trägt, da bist du dir ziemlich sicher, unter seinem Jackett eine Pistole und hat generell so die Bewegungsabläufe, die du von Leuten aus dem Law Enforcement-Bereich kennst. Okay. Ich gucke, was diese Rezeptionistin macht. Tüdelt die gerade noch rum? Nö, die ist noch bald fertig. Okay. Dann würde ich wahrscheinlich mal einen kleinen Bogen machen und mich von hinten, schräg hinten ihm annähern. Und so. Boah, so Und ihm die nach. Augen zu halten, wer bin ich? Ja.
Und so einen halben Schritt hinter ihm, ich habe ja auch immer, also ich würde tatsächlich meine Waffe trotzdem irgendwie bereithalten, also so, dass ich schnell sein kann, unter dem Jackett und guten Tag, Ausweispapiere bitte. Stückst du ein bisschen zusammen? Oh, kommen Sie denn hier? Er guckt sich ein bisschen nervös links und rechts um. Was soll denn das? Kommen Sie mit mir. Nein. Nein? Wollen Sie lieber an der Maklerkonferenz teilnehmen? Oder wollen Sie das machen, wofür Sie wirklich hier nach Tampa gekommen sind? Innerlich beim Gedanken nochmal an diese Finger. Warum ist denn der vom letzten Mal nicht da? Ich weiß nichts von Ihrem letzten Mal. Das geht mich nichts an. Je weniger ich weiß, umso besser. Na gut, wo gehen wir denn hin? Gibt In es hier den einen Sch Pine Rooms, einer der Konferenzräume, ist hinten ausgeschildert. Gehen Sie vor. Gut, alles klar. Wenn er vorgeht, siehst du noch, weil du so gut in Search bist, dass seine an seinen Schuhen ist noch Streusalz aus einer wesentlich kälteren Klimazone. Also er ist offenbar auch nicht von hier. Fein, ihr geht also durch das wimmelnde Makler-Konglomerat durch in einen kleinen Besprechungsraum an der Seite. Er geht mit dir rein, schließt hinter dir die Tür. Das ganze Gebabbel aus der Lobby so, ist dann sofort leise, und ihr seid in diesem klimatisierten. Also ihr tatsächlich, weil ihr alle, die anderen drei sind nämlich schon da, seid in diesem klimatisierten Besprechungsraum im Holiday Inn in Tampa, Florida. Habt ihr irgendwie euch für den Anlass besonders gekleidet oder was macht ihr so oder was habt ihr gemacht während der Wartezeit? Gabriele ist auf jeden Fall ein bisschen fertig, weil die ist natürlich die ganze Strecke mit dem Bus gefahren. Zum Greyhound oder so, falls es die noch gibt. Weil die hat kein Geld, um sich einfach mal so schnell so einen Flug zu leisten. Ja. Und war deswegen ganz schön lange unterwegs. Ja, 2 Tage oder so. Und ist deswegen nicht gerade. Sie passt auf jeden Fall nicht zu den Maklern, sondern ist eher so ein bisschen fertig verschwitzt mit der Reisetasche neben sich. Okay. Lenz trägt wahrscheinlich einfach ein T-Shirt und ja, doch eine Shorts und hat sich irgendwie so halb über zwei Stühle gelegt, die Mütze über die Augen gelegt und versucht noch zu knacken. Elizabeth wäre dem Wetter entsprechend gekleidet und so, dass sie auf einer Maklerkonferenz nicht unbedingt direkt auffällt. Das heißt, das ist aber auch für sie relativ leicht, weil sie ja eh einfach den konservativen, schickeren Look für den Job sowieso hat. Das heißt, letztendlich ist sie so angezogen, als würde sie im Sommer in Harvard sein. Okay, gut, also nachdem ihr dann alle da drin sitzt, also ihr habt euch jetzt 6 Monate nicht gesehen, nehme ich mal an, und davor habt ihr euch ein paar Tage gesehen, aber hattet eine sehr intensive Zeit miteinander. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert, euch wieder zu sehen und zu wissen, dass euch wahrscheinlich wieder irgendeine Scheiße bevorsteht. Ja, es ist definitiv, es ist so ein kurzes die Augen aufreißen, genau diese Gruppe Leute zu sehen. Schön, Sie wiederzusehen. Auch so 5 Sekunden Lenz anstarren und er wahrscheinlich mich auch. Aber dann würde ich aber auch alle fröhlich begrüßen, selbst Lenz. Also mit Händedruck. Nicht mehr fröhlich, ja. Hoffen wir, dieses Mal läuft es besser. Hoffen wir, dieses Mal bekommen wir einen Fall, der nicht so völlig außer Kontrolle gerät. Und es scheint ja so im Nachhinein, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Die scheinen uns ja wieder als Team zu wollen und nicht mit irgendwelchen anderen Agenten oder gar nicht mehr. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Also vielleicht haben wir ja doch eine wichtige Spur gegeben oder ja, etwas aufgescheucht, was aufgescheucht gehört hat. Ich weiß es nicht. Der Typ ist so, während er das hört. Okay.
Er hat irgendwie offenbar das Bedürfnis, schnell hier rauszukommen. Er sagt: Nennen Sie mich John. Ein freundlicher Kontakt hat einen möglicherweise unnatürlichen Vorfall gemeldet. Es geht um ein Symbol, das an der Tür eines Hauses hinterlassen worden ist. Ich zeige Ihnen mal das mal. Und ihr seht das, also er hat irgendwie einen Laptop und angeschlossen an so einen Projektor und drückt dann auf Play, ist eine ganz normale YouTube-Seite. Tampa, Florida. In Tampa, Florida wurde, also sagt die Nachrichtensprecherin-Stimme, gab es einen Vorfall von Vandalismus, einen rätselhaften Vorfall von Vandalismus am Haus einer vierköpfigen Familie. Dieses Symbol wurde dort von unbekannten Tätern hinterlassen. Die Polizei ermittelt noch. Und man macht also dann so ein Standbild, während dieses Türsymbol ist. Und ich zeige euch das jetzt. Und ich weiß nicht, ob dann der Alex dafür sorgen kann, dass es auch im Stream auftaucht. Aber Hauptsache, ihr seht es erstmal. So, jetzt müsstet ihr es sehen können. Im Chat Im oder? Delta, im Foundry. Ach so. Interessant. Es sieht irgendwie nach Krallen aus. Findet ihr nicht auch, es sieht nach Krallen aus? Aber was ist der Rest? Gut. Hm. Ich wende mich mal an John. War das Blut? Zu den Details kommen wir gleich, meint er. Das hier ergibt euch eine kleine Mappe mit Papier drin. Ist ein Dossier über die Familie Bernier, die in diesem Haus lebt. Meine Vorgesetzten bei Delta Green gehen davon aus, dass dieses Zeichen gut genug ist für eine Untersuchung. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, wo das herkommt und alle Vektoren zu entfernen, die es reproduzieren könnten oder die irgendwie dafür sorgen könnten, dass es gefährlich sein könnte. Die Berniers sind wohl relativ kooperativ mit den Autoritäten. Und ich schreibe Ihnen jetzt eine Nummer auf. Er schreibt so eine 10-stellige Nummer auf. Die können Sie anrufen. Da ist ein Tonmann dran. Ich möchte Bestätigungen, wenn die Sache erledigt ist. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss mal kurz ins Bad. Und er geht raus. Tja, was haltet ihr davon? Und es gibt zwei Also. Möglichkeiten. Entweder hat etwas, was wir nicht haben wollen, etwas gegen die Tür, also was wir jagen müssen gegen die Tür, gemalt, gekratzt, was auch immer. Oder es, die Tür wurde markiert und dort drin wohnt jemand, der etwas ausgefressen hat. Türen markieren das Einmaleins des Einbrechertums. Hier etwas natürlich sehr offensichtlich, aber vielleicht eine Warnung oder irgendetwas. Was ich mich frage, ich meine, dass diese drei halbwegs parallelen Striche Krallen sein könnten, okay, aber was soll der Rest sein? Meine, das ist kein Kreis, sondern dieses, naja, Sechseck. Ich meine, man muss es ja nicht immer erkennen können. Es gab ja auch frühere sogenannte Diebesgilden oder keine Ahnung von gewissen anderen Gruppierungen, die im Bereich des organisierten Verbrechens vielleicht sind und Türen markieren, um zu sagen, dort sind Personen nicht zu Hause oder so etwas dergleichen. Also. Naja, aber die waren ja wahrscheinlich eher unauffällig, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, also ich meine, das links oben sieht schon aus wie eine große Kralle durchgezogen, aber wenn jemand drei große Krallen hat, würde er sich dann die Mühe machen zu versuchen, etwas zu Nein, malen? nein, es könnte symbolisch sein, Krallen. Ja. Ich würde da ganz gerne mal Alex, meine so also ein bisschen anthropologisch und also so mit meinem Wissen daran geht, ob ich irgendetwas kenne, was in einer Art ähnlich funktionieren würde oder so. Also, Ja, du darfst tatsächlich okkult würfeln.
Ach, okay. Okay. Na ja, gut. Das ist ein Failure. Dann fällt dir so nichts dazu ein. Beziehungsweise du recherchierst dann auch kurz und findest nichts dazu. Heißt aber nicht, dass man es nochmal versuchen könnte. Also wenn du irgendwann in der Bibliothek oder sowas bist oder irgendeinem Forschungszentrum, dann kannst du sicherlich nochmal einen Versuch starten. Aber jetzt so gerade klingelt da nichts. Ja. Ich denke, wir sollten als erstes mal herausfinden, wer diese Familie ist und Vater, was sie so tun und ich bin auf jeden Fall so schweigsam. Ich werde nicht sagen, warum, aber ich habe Hunger und ich habe in diesem Bild als erstes ein Spiegelei gesehen und dann einen Apfel in der Mitte. Deswegen schweige ich die ganze Zeit, weil ich nichts anderes mitzuteilen habe, tatsächlich. Ja, ich würde währenddessen mal so ein wenig lustlos auf meinem PC rumhacken und gucken, ob ich was in den sozialen Medien dazu finde oder irgendwelche Verschwörungsforen, die sich vielleicht damit beschäftigen. Hast du Okkult als Skill? Nö, den Grundwert halt. Gibt es einen Grundwert? Scheinbar. Ich habe es nicht gesteigert. Oh, schön Ding. Ich überlege gerade, Lenz, hattest du uns Lenz eigentlich gesagt oder haben wir dich die ganze Zeit Key genannt? Key. Key, ne? Ah, tatsächlich gibt es einen. Ja, dann kannst du darauf würfeln, weil schlussendlich musst du ja schon wissen, wo man sucht, wenn Informationen sinnvoll verknüpft. Ja, knapp daneben. 14 ist schon nicht schlecht, aber du hast nur 10, also nein. Gib Glück aus, ach nein, falsch. Ich gucke Key so ein bisschen über die Schulter und als ich aber sehe, dass er nach dem Symbol sucht, würde ich sagen, kannst du mal vielleicht nach dieser Familie suchen, Bernier? Die Frage ist, wo genau wohnen die? Es ging vielleicht gerade unter, aber er hat euch ja auch ein Dossier über diese Familie auf Ah, den Tisch gelegt, ne? oh, okay. Gab Dann es würde auch einen ich da dran Handauszug? blättern. Dazu gibt es kein Handout, das sage ich euch Okay. einfach. Also, Ich wartete ihr nämlich findet. auf das Handout und dachte so, okay. Nee, die haben ein bisschen, also er hat wohl ein bisschen Informationen über die Bernier-Familie zusammengetragen. Die wohnen hier in Tampa, Florida, in einer ganz guten Wohngegend wohl. North Ridge Area, das ist wohl ein bisschen Upper Class. Timothy Bernier ist, warte kurz, muss ich da die Informationen sind wie immer hier so hier. Also Timothy Bernier ist der Vater, Afroamerikaner, 49 Jahre alt. Er ist Mikrochip-Ingenieur, hat Caltech studiert und ist zurzeit bei einer Firma hier in der Gegend. Finde ich gerade nicht. Jedenfalls bei irgendeiner Firma in der Gegend ist er eben als gut bezahlter Mikrochip-Ingenieur unterwegs. Seine Job-Vorgeschichte hat gezeigt, dass er schon mehrere Orte in den USA hatte, wo er gearbeitet und gelebt hat. Die Frau ist Evelyn Bernier, weiß, 42 Jahre alt, arbeitet für das Tampa Police Department. Mit ihm verheiratet seit ungefähr 8 Jahren. 7 Jahren, Entschuldigung. Und seine beiden Kinder aus erster Ehe, nämlich Chad Bernier, Afroamerikaner, 16 Jahre alt, ein Teenager. Und Catherine Bernier, das Mädchen, 10 Jahre alt. Keinerlei kriminelle Vergangenheit, allesamt miteinander. Die Tochter ist taubstumm geboren. Ich glaube, das sagt man nicht mehr. Stimmt ja, genau. Entschuldigung, die Tochter ist hörgeschädigt. Ich weiß auch nicht, was so eine richtige. Also Ja. jedenfalls, sie kann nicht hören und reden. Aber sie kann schon reden. Ich kann auch nicht hören. Stumm. Also ja, sie kann halt nicht. Also deswegen sprechen ja da mit Sign Language. Also. Achso. Hattest du jetzt, ich habe mitgeschrieben, deswegen habe ich das Wort gesagt, wo sie wohnen, welche Stadt? Ach ja, Hier Toronto. in Hier. Tampa, hier in Tampa, Tampa, deswegen seid ihr Tampa. hier. Ja, Ja. okay. Okay. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und ich, also der Typ, der Agent, der uns da das gegeben hat, ist immer noch nicht von der Toilette zurück, oder? Richtig. Ist er normal lang weg oder länger weg Das gerade? ist jetzt schon ein bisschen länger. Er kommt nicht wieder, oder? Naja, er hat keinen Grund, eigentlich nicht wiederzukommen, außer wenn irgendwas passiert ist. Hat er schon uns seine Telefonnummer gegeben?
Er hat eine Nummer gegeben, die auf eine Voicebox geht. Da sollt ihr Bescheid sagen, wenn es geschafft ist. Ach so, okay. Ich glaube einfach, er hat keine. Er denkt, er hat uns alles gesagt. Ich Ja. weiß nicht. Hat er irgendwas hier liegen lassen im Raum, Alex? Ja, den Laptop. Oh. Okay. Carter, würden Sie mal. Ja. Ich gucke. Vielleicht kauft er gerade ein Haus. Wir werden sehen. Gehe Ja. Richtung Herrentoilette. Du gehst zwischen Herrentoilette, alles klar. Du gehst zur Herrentoilette, er ist nicht da, ihr werdet ihn nie wiedersehen. Das sagt nicht, wir sind gut. Das stimmt, ich habe das schon mal gesagt und dann habt Ja. ihr, also ihr habt es sie wieder gesehen, aber es war keine gute Idee. Nee, das stimmt. Du meinst, wir sollten diesmal nicht versuchen, hinterher zu Nein, spielen. diesmal ist er auch nicht euer Ziel, also insofern. Okay. Das wissen Das sagst du jetzt. wir Ja, stimmt. Er hat sein Ja. Laptop liegen lassen. Ich Ja. komme Genau. wieder. Google Gott. Search, wie male ich dieses Symbol auf eine Tür? Na Was genau. für eine Organisation. Er ist einfach abgehauen. Was? Wie kann man so über. Ach, Aber das ist sein Laptop, oder? Also ich meine. hey, bitte, jetzt ist es deiner. Ja, du guckst dir einen Laptop an, stellst fest, das ist ein stinknormaler Laptop, der ist neu, noch fast gar nichts irgendwie konfiguriert, ist noch alles so, wie es halt ab Werk ist und die Browser-Geschichte zeigt nur dieses Nachrichtenvideo, das ich euch gerade gezeigt habe. Es gibt keine E-Mail-Accounts, keine Passwörter, kein gar nichts. Das Ding ist praktisch jungfräulich, bis auf dieses eine YouTube-Video. Braucht jemand einen Laptop? Ich meine, Geschenk von ja. der Firma. Aber warum hat er denn nicht einfach gesagt, er geht jetzt? Sag mal, hattet ihr eigentlich ein Flugticket? Nein. Nein. Ja, wunderschön, genau. Eigentlich wollte ich noch fragen, inwiefern wir die Reisekosten erstattet bekommen. Nun, und er wird gegangen sein, weil wenn er gesagt hätte, er geht, hätten wir gesagt, Moment mal, wir haben noch 83 Fragen und er hatte keinen Bock auf 83 Fragen. Die er vermutlich Ja. auch Er gar ist nicht einfach beantworten ein. kann. Also ich werde auch nicht nochmal ein, was auch Nein. immer das hier ist, annehmen, wenn nicht mal sowas wie ein Flugticket oder Das so ist eine dabei ist. Frechheit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie es haben, aber es klingt jetzt also bei keinem von Ihnen vom Dialekt her so, als würden Sie aus Florida kommen. Zumindest nicht ursprünglich, das Aus dem heißt. Norden. Ich schieb mal den Laptop zu Gabriela. Kriegst du ein paar hundert Dollar, vielleicht sogar ein Tausi, das ist ja neu, also. Kannst du wenigstens so auf dem Rückflug wieder Ja. den das zur Rückflug Verfügung First stellen. Class, geil. Ich habe ja meinen eigenen dabei. Ja. Ja. Also, das Für deine heißt, Schwester oder so. Und die Tochter? Nee, Schwester ist das nicht. Scheiße. ich bin irritiert davon, dass Key überhaupt Dinge über Gabriela weiß gerade. Ich auch. Also, Er ist Standardprozedere. Polizist. Sie ist Sie ist Polizistin. Polizistin. Sie arbeitet bei der Könnte. Polizei. Das stimmt. Ja. Könnten Sie da nicht was rauskriegen, Natürlich. Mr. Hamilton? Sehe ich das jetzt richtig, dass eigentlich der Job nur ist, dieses Symbol in irgendeiner Form zu entfernen? Nein, wir sollen gucken, dass es nicht reproduzierbar ist, nicht wahr? Ja, aber so habe ich das verstanden, nicht reproduzierbar, also das heißt, wir sollen es entfernen. Ja, und wir sollen den entfernen, der es gemalt hat, denn sonst könnte er es ja reproduzieren. Reproduzieren könnte es im Grunde jeder, Das ist der richtig. die Nachrichten gesehen hat. Aber ja, wir sollten es erst einmal schnellstmöglich entfernen. Ja, also wie sollen wir denn dafür sorgen, dass es nicht reproduzierbar ist, wenn es, wie gesagt, bereits in den Nachrichten ist? Also ihr hattet ihn vielleicht so verstanden, dass es eher darum geht, herauszufinden, wer dahinter steckt und dafür zu sorgen, dass keine weitere Bedrohung davon ausgehen Ja, das kann. hätte er mal deutlicher sagen sollen, als nicht reproduzierbar Ja, er musste produziert. aufs Klo, er hat es eilig gehabt. Ja. Und dann hat er sich leider selber runtergespült. Ich würde, während wir gehen, eine kleine Anfrage stellen. Ich glaube, das müsste ich eigentlich können, ohne dass es irgendwie Aufmerksamkeit von sich gibt. Ich weiß nicht, ob per Telefon oder einfach per Chat, wer wo sie arbeitet, in welcher Abteilung der Polizei. Und
Okay, ja, du kannst wahrscheinlich deine Kontakte da ein bisschen spielen lassen. Es wird ein bisschen dauern, weil das ist ja echt so um fünf Ecken rum. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der da mal anrufen kann. Und aber dann wirst du später irgendwann die Mitteilung bekommen, dass Evelyn Bernier arbeitet beim Tampa Police Department als Dispatcher. Das heißt, sie nimmt Notrufe entgegen Okay. und koordiniert dann auch die Polizeieinsätze. Also sie ist, hat wahrscheinlich schon dann auch eine richtige Polizeiausbildung gemacht. Weiß nicht, ob das ein eigenes Berufsbild ist, jedenfalls. Und da ist sie aber auch unauffällig und bewährt. Dispatcher Ist ist ein es eigener übrigens tatsächlich Berufsbild. ein eigenes Buch. Ich weiß gerade nicht, wie die Serie heißt, aber es gibt doch eine Serie über die. Ja, egal. Ja. Ja, deswegen dann war es ja richtig, sie arbeitet bei der Polizei Genau, ja. als Dispatcher. Ja. Was machen wir jetzt weiter? Fahren wir dahin? Natürlich. Ja, vielleicht sollten wir uns aber mal abstimmen, was wir eigentlich sagen, wenn wir dort ankommen. Also, hallo, wir sind eingestellt worden von Ihrer Versicherung, um die Tür zu erneuern, wird, glaube ich, etwas seltsam wirken, wenn ich mich uns viel so ansehe. Ich dachte eine lange Zeit, eben während du das sagst, du könntest beim FBI arbeiten, aber dann relativierst du dich und ich bin enttäuscht. Naja. Ich gucke Key ganz lange an und naja, also Was? er könnte da schon wegmachen. Ich glaube, jeder von uns könnte es wegmachen, wenn wir uns Nein, der fällt nicht auf, arbeitslos. meine ich. So wie er angezogen ist. Geben wir ihm Ah, einfach einen ich meine. Putzlappen und er wischt es weg. Naja, es sieht aber auch eher so aus, als wäre es in das Holz hineingekratzt, oder? Von dem kurzen Video wirkte das weniger wie mit Farbe Also aufgemalt. brauchen wir eine neue Tür. Vielleicht sollten wir einmal kurz vorbeigehen, uns das angucken und dann können wir einmal gucken, was da wirklich los ist. Vielleicht sollten wir auch nicht alle vier gleichzeitig in Eier auf einem Haufen dahin gehen. Also an sich gesehen, wenn wir diese Tür in irgendeiner Weise ausbessern sollten, dann sollten wir auf jeden Fall einfach Werkzeug einkaufen. Und bei der Gelegenheit können wir uns ja einfach vier Arbeitsoveralls simpler holen und dann kommen wir in Arbeitsoveralls mit einem einfachen Auftrag, die Tür in Ordnung zu bringen. Also Spachtelmasse, Farbe, vielleicht Schleifpapier. Ich Kommt drauf an, würde. was für ein Material die Tür ist. Falls es eine Holztür ist, würde ich eher sagen, ja, also dieses, es gibt ja sowas, wo man dann die Reparatur, also die Ritzen aus und dann drüber schleift und dann streicht. Ja, wahrscheinlich. Also auch Und beim Auto. Vielleicht noch ein paar Wattestäbchen und Reagenzgläser oder so, zum, falls Habe wir das untersuchen wollen. ich dabei. Ah, Diese Farbe oder was immer das ist, ja. Gute bevor wir die Idee. Spur vernichten. Gut, aber dann machen wir es doch wirklich einfach so, dass wir kurz im Baumarkt halten, uns vier weiße Überzieh Vielleicht sollten wir anziehen. nur drei nehmen und Mr. Hamilton spielt den Boss. Mann von der Versicherung. Es fällt Nun. sowieso auf, wenn er spricht, dass Bitte. dass sie nicht ein Also, Handwerker sind. nun, da hat mein Vater schon, seit ich sechs war, sehr viel darauf Wert gelegt. Ich werde schwer wieder los. Es tut mir leid. Aber in Ordnung, dann machen wir es doch einfach so. Wir sind drei bemühte Arbeitende und die Person von der Versicherung. Vielleicht könnte man ja herausfinden, Key, ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, bei welcher Versicherung Wenn es sind. die Beniers sind. Ja. Ich glaube, ich möchte noch kurz eine Frage stellen, von der ich nicht glaube, dass ich sie stelle. Sollten wir nah am Haus sein, ist es dir möglich, mit deinen Kenntnissen zufällig das WLAN zu hacken? Es ist zumindest ein Versuch wert, wobei es letztes Mal ja auch nicht geklappt hat. Also Aber du kannst es ja. Eigentlich. bislang dachte ich das ja. Also, Versuch Nummer zwei, auch das sollten wir tun. Ich möchte die Idee noch nicht aufgeben, dass es eigentlich um diese Familie geht und nicht um das Zeichen an sich.
Mieten wir uns dann auch einen Van? Meine Augen Ich, leuchten. also aktuell habe ich eher das Gefühl, dass wir irgendwie wahrscheinlich gar nichts von unseren Kosten bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht wollen Sie erst mal schauen, ob wir erfolgreich sind. Ich bin ehrlich gesagt irritiert von diesem Vorgehen. Aber gut, ich. So können wir die Kreditkarte. Wollen wir einen Van oder nicht? Ja, wir nehmen einen Van natürlich, ein, damit es so aussieht, als würden wir da irgendwie wirklich beruflich auftauchen. Der Kater fährt dann mit einem anderen Auto, nehme ich an. Nein, er kann bestimmt mit dem Van mitfahren. Er gehört ja trotzdem dazu. Sie müssen ja nicht sehen, aus was für einem Auto er ausgestiegen ist. Ist mir recht. Auf geht's! Ich kann diese Makler schon Okay. fast riechen inzwischen. Ja, ihr müsst ja durch die Lobby durch und Hamilton, aber haben Sie mal in Maryland gearbeitet? Da habe ich Sie doch schon mal gesehen. Vor 4 Jahren? Ja, genau, vor 4 Jahren war das. Das war ich nicht. Und ich gehe weiter. Oh. Nein, er arbeitet beim Musical, ist doch klar. Gut, alles klar. Ihr besorgt euch dann ein Van. Es wird da irgendwo bestimmt irgendeine Vermietung geben. Ihr seid dann immer noch so wahrscheinlich im weitesten Sinne in Flughafennähe. Also alles kein Problem. Und dann habe ich gehört, wollt ihr dann diesen Baumarktplan verfolgen? Also die, Könnte alles gut. man zwischendurch mal gucken, ob dieses, wir haben ja dieses Zeichen bisher nur untersucht auf Okkultes, oder? Ja, also das Okkulte beinhaltet auch tatsächlich dann so realweltanthropologische Bezüge. Also ob dieses Zeichen irgendwo, ob man das irgendwo wiederfindet, meine ich. Ob das noch irgendwo anders vorkommt, verwendet wird für irgendwas, wenn man einfach versucht dieses Zeichen. Vielleicht sollten wir nicht die Google-Rückwärts-Bildersuche benutzen für fiese, okkulte Dinge. Ja. Nein? Nee, also selbst wenn ihr andere Bilder davon findet, der Wurf hat uns ja gezeigt, dass wir nicht rausfinden, momentan zumindest nicht, was dahinter steckt, genauer gesagt. Ne? Also vielleicht wird es woanders schon mal gesehen und vielleicht findet ihr sogar ein paar ältere Sachen, wo es schon mal gesehen worden ist. Aber was es damit auf sich hat, das war ja das Ziel des Wurfes, das habt ihr jetzt momentan auf die Schnelle nicht rausfinden können. Oder zumindest hat es Elizabeth und Lance nicht rausfinden können. Wer selbst, ich meine, es gibt ja einen Grundwert von 10% auf Okkult. Wer will, kann auch selbst sagen, ich habe das mal irgendwo bei Terra X gesehen und vielleicht kann man es dann da. Mist, was das? Oh, ich kann es ja mal versuchen, mein Gott. Nee, alles klar, habt ihr auch nie gesehen. Nein. Gut. Ärgere mich, dass ich so wenig drüber war, aber es bringt ja nichts, wenn man nicht irgendwelche Glückspunkte hier hat bei der Greenback-Suche, die man dann ausgeben kann. Ja. Wir werden Also, es überleben. wenig später seid ihr also in drei Male Uniform, Blaumännern, Weißmännern, wie auch immer, und Carter ist in Zivil, richtig verstanden, mit ein bisschen entsprechendem Werkzeug oder sowas. Ich Fahrt ihr habe dann kein da, Werkzeug. Achso, die haben Werkzeug, ja. ja, Ja. fahrt ihr dann da vor dem Haus der Familie Bernier vor, versteht ihr es richtig? In einem Van, den ihr gemietet habt. Ja. Gut. Alles klar. Das Haus der Familie Bernier ist 3591 Northridge Avenue. Kann man sogar googeln. Ganz gute Gegend. Und das Haus sieht relativ neu aus. Ist sehr, sehr luftig. Also wie ja generell, sag ich mal, die Häuser da unten sind. Hat ein hohes Haus, hat einen großen Garten. Ihr könnt, also das wisst ihr jetzt noch nicht, aber das werdet ihr rausfinden, dass es hinten sogar einen Swimmingpool gibt. Und sogar ein Garten. Im Garten sind mehrere Obstbäume. Gibt eine große Garage und eine Auffahrt und sowas. Also das ist schon das Haus von jemandem, der gut verdient. Nicht überragend gut verdient, aber gut verdient. Und ihr seht, wenn ihr da vorfahrt, dass an der Tür immer noch dieses Zeichen ist. Allerdings, jemand ist wohl mit einem Kercher herangegangen und hat zumindest schon mal dieses, was auch immer es war, womit es gezeichnet worden ist, also dieses Rote, was man da so gesehen hat, das ist nicht mehr da. Das heißt, das Zeichen ist nicht mehr ganz so deutlich sichtbar, aber es ist immer noch ins Holz rein geritzt, graviert. Das ist immer noch zu erkennen. Hat die vor? Ja, Führungskräfte voraus. Sind denn noch Presseleute hier irgendwo zu sehen? Jetzt gerade nicht. Okay. Presse war ja schon hier. Also das ganze Ding übrigens muss ja mindestens 3 Tage her sein, denn ihr hattet ein bisschen Zeit, um euch vorzubereiten diesmal. Also sagen wir mal, es ist vielleicht sogar schon, das ist eine Woche her sein. Hm.
Hat vielleicht auch nicht sofort jemand gemerkt bei Delta Green, wie auch immer. Dann passt es ja wenigstens, dass eine Versicherung nicht in den ersten Tagen direkt reagiert. Ding Dong. Also ihr geht dahin, ihr hört um die Ecke, geht also der Garten oder der Hof geht so um die Ecke, kann man da so, da hört ihr das typische Geräusch von Basketball auf Asphalt, der so. Ne? Also da wird Basketball gespielt, aber ihr klingelt, Ding Dong, und ich überlege gerade, was für eine Tageszeit haben wir denn jetzt? Tja, lass mich mal würfeln. Ein 100. Das heißt, es ist spät am Tag, habe ich beschlossen, heißt das. Das heißt, es ist Abend. Es wird schon langsam, was gesagt, es ist März, das heißt, es wird schon langsam dunkel. Die Grillen zirpen schon im westlichen Florida, und ihr seht auch Licht im Hause brennen, dafür habt ihr keinen Basketball gehört. Das streichen wir dann. Und es dauert einen kurzen Moment, und dann geht die Tür auf. Und ein afroamerikanischer Mann, Ende 40, in einem, keine Ahnung, mit einem Hemd und sag ich mal, relativ bequemen Klamotten, öffnet die Tür, sieht euch. Guten Abend. Marshall McLennan, einen wunderschönen guten Abend. Es tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber wir sind hier, um uns endlich um Ihre Tür zu kümmern, und zwar vernünftig. Um diese Uhrzeit? Wissen Sie, wie viele Fälle wir von Vandalismus heute schon hatten? Und wir sind 24 Stunden für unsere Kunden da. Aber ich hatte niemanden bestellt. Tim, wer ist das? Sie haben den Schaden doch gemeldet, oder? Es kann aber auch sein, dass wir haben dafür eine extra Abteilung, durch die Nachrichten auf diesen Schadensfall bei Ihnen im Hause aufmerksam gemacht wurden. Und wir kümmern uns von selber, deswegen haben Sie uns als Versicherungsagentur. Danke, kein Interesse. Eine neue Tür ist bereits unterwegs. Vielen Dank für Ihre Mühen. Er macht die Tür zu. Plopp. Ich kratze, ich guck mal, ob ich in Ja. den Kratzern noch Reste von dem roten Farbstoff finde. Und würde Okay, mal also mit so einer Pinzette da dran rumkratzen. alles klar. Zunächst mal, was hast du auf Forensics für einen Wert? Ich? Forensics. 50? Soll ich mal würfeln? Nee, nee, musst du nicht würfeln. Ich wollte nur wissen, was du hast. Dann brauchst du nicht würfeln. Du siehst zumindest schon mal, also diese Markierung wurde mit etwas gemacht, das scharf genug ist, um das Holz zu schneiden, aber auch trotzdem ein bisschen stumpf. Wahrscheinlich sowas wie ein Horn oder eine Klaue von einem großen Tier, würdest du vermuten. Und Wie dann tief würde sind die ich. denn drin? Bitte? Wie tief ist denn diese Markierung im Polster? Schon ganz ordentlich tief. Also ich sag mal, mit eurem Werkzeug hättet ihr, also die haben eine neue Tür bestellt, hat er ja gesagt, das dient auch wahrscheinlich, also diese Tür zu reparieren ist wahrscheinlich rückstandsfrei nicht möglich. Und dann kannst du da mal Forensics würfeln, um zu gucken, ob du eine vernünftige Probe findest, noch finden kannst, die gebrauchen kannst. Ja, Mist. Da das auch mein Spezialgebiet ist und wenn ich sehe, wie sie da rumfuscht, kann ich sagen, stopp und ihr helfen. Also ich Kannst kann. mansplainen, ja. Ja, genau. Das, Ja. ja, du kannst einfach mal, Moment! würfel einfach Ja, selbst. das kenne ich mein Spezialgebiet. Ich bin ein bisschen schlechter als sie, aber ich kann es halt. Da oben, nicht da unten. Ah, Siehst du, okay, da gut. oben. Dann, Da okay, mit oben. ein bisschen Hilfe. Ich mache Kannst du dann tatsächlich. Feierabend, ne? Ich finde, es gibt Chef. tatsächlich was, wo du das eine Probe nehmen kannst, und das kannst du dann später mal angucken, was es ist. Warte mal ganz kurz, ich muss einmal regeltechnisch für später. Auch hier war es so, man kreuzt an, was man geschafft hat, ne? Ach ja, richtig. Ja, Nein, man kreuzt genau. auch, was man ni nicht geschafft hat. Was man Was nicht man nicht geschafft geschafft hat, hat. Wenn du okay. einen Wurf, einen Skillwurf nicht geschafft hast, danke fürs Erinnern, ich vergesse das jedes Mal, kreuzt du das Kästchen daneben an, und am Ende des Abends Kannst darf du man da dann unten würfeln drücken. und das dann um 1 W4 Punkte erhöhen. Geht das auch für Okkult? Gilt auch für Okkult. Okay. Denn du hast ja nachgeschlagen und vielleicht was draus gelernt. Nun sollen wir noch mal irgendwie die offizielle Seite bemühen. Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal in den Wellen bemühen. Dann gucke ich mal mit dem WLAN. WLAN, und ihr könnt mal gucken, ob ihr hier irgendwo zufällig Kameras seht, die ein Bild aufgezeichnet haben können. Dann gehe ich Okay, mal also auf die WLAN-Suche. ja, also wenn ihr euch umguckt, kann ich schon mal sagen, hier sind keine Kameras in irgendeiner Form. Du gehst auf die Alles. WLAN-Suche, mach mal einen Computer Science, ich mache da relativ wenig Sorgen, aber es kann immer irgendwas schief gehen. Ja, alles klar, Erfolg.
Also, das WLAN der Familie Bernier ist ein ganz normales, handelsübliches WLAN von einem großen amerikanischen Internetanbieter und an Geräten angemeldet sind ungefähr das, was du von einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern, einer davon Teenager, erwarten würdest. Also da ist eigentlich nichts Ungewöhnliches erstmal dabei. Also, Sie haben WLAN und nichts Außergewöhnliches. Wollt ihr, keine Ahnung, Familienfotos oder? Hast du einen Deep Check gemacht? Hä? Naja, ich würde es auch nicht offensichtlich speichern. Du? Sicher Ich nicht. habe ja noch gar nichts gesucht. Ich habe ja erstmal nur festgestellt, da ist ein WLAN, ich bin drin, ich weiß, wer angemeldet ist, mit was. Dann such doch am besten nach dem, was nicht gefunden werden soll. Ja, ich fange mal bei. Wie du deine Dateien versteckst, verschlüsselst. Das, was ich richtig sicher haben will, speichere ich nicht auf einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist. Dann hoffen wir mal, dass die nicht so klug sind wie du. Ja, ich fange dann mal mit den vermeintlichen Geräten des Vaters an. Alles klar. Also er hat wahrscheinlich einen Laptop. Beziehungsweise ist Mikrochip-Designer, wahrscheinlich hat er sogar einen richtig dicken Desktop-PC auch zu Hause stehen. Und das heißt natürlich auch, dass er sich vielleicht ein bisschen auskennt, beziehungsweise wenn er darauf Arbeitsdinge macht, wird er schon eine gewisse Sicherheit haben. Das bedeutet, da will ich mal Computer Science-Wurf und der ist um 20% erschwert. Nee, was Nee, du hast hast du gerade da? Okkult gewürfelt, das, ja. Nee, ich habe ja gar nicht gewürfelt vor der Karte. Kann ich Achso. da Modifier Min plus 20 wäre schön. Darf ich noch nicht? Nein, minus 20. Ja, immer noch knapp drunter. Gute Arbeit. Nein. Alles klar. Also du überwindest deine Sicherheit und findest, hast zumindest teilweise Zugriff auf seinen Rechner und suchst nach was Bestimmtem. Erstmal gucke ich nach Mails, ob da irgendwie so Droh- oder Erpressungsmail zufällig da ist, weil das mir logisch erscheint. Und ansonsten irgendwie Arbeitsdinge. Ja, ich glaube, viel tiefer würde ich da auch nicht gehen, weil so ansonsten halt so der Standard so versteckte Ordner wieder anzeigen, einschalten und. Okay, also du findest sicherlich ein paar Sachen, die das irgendwie so peripher betreffen, im Sinne von, dass er sich vielleicht bei der Arbeit mal einen Tag für einen Tag ins Homeoffice gemeldet hat, um sich darum zu kümmern. Irgendwelche Vandalen haben unsere Tür beschädigt. Keine Ahnung, was da los ist. Also, aber weder was irgendwie eine konkrete Bedrohungslage darstellen würde für ihn, noch irgendwelche Hinweise darauf, dass er wüsste, was es damit auf sich hat. Okay, also hat er auch nicht panisch irgendwelche Mails an irgendwen geschrieben Nee, mit gar nicht. verdächtigem Inhalt. Okay. Gut, dann gehe ich über zur Mutter. Machen wir mal einen Computer Science-Wurf. Ihr Zeug ist nicht ganz so stark gesichert, natürlich. Ganz normal, also. Ja, Erfolg, alles klar. Also bei ihr ist. Noch langweiliger. Ja, es ist Privatkram, es ist nichts dabei, außer irgendwie, keine Ahnung, eine besorgte Mail an ihre Mutter, wobei, die wahrscheinlich wird sie eher anrufen. Also insofern, nee. Auch irgendwie Sachen, die so ein bisschen darauf hinweisen, da ist von der Woche irgendwas Beunruhigendes passiert bei unserem Haus, aber nicht. Irgendwas, was euch tatsächlich weiterbringt. Gut, dann abschließend noch Teenager-Sohn. Wobei da gehe ich vermutlich, heutzutage sind die vermutlich mehr am Handy als am Computer, dann versuche ich Ja, ich das glaube auch. Handy. Genau. Handy, gut, ja, und PlayStation oder eine Xbox, wir sind in den USA, aber da wird nichts Eben. Interessantes drauf sein. Nee, auf dem Handy ist auch, natürlich, vielleicht findest du ein paar, brauche jetzt gar nicht würfeln, weil das lohnt sich den Aufwand nicht. Natürlich auch ein paar Nachrichten, wo er irgendwie, keine Ahnung, darüber erzählt hat, aber. Nichts, was darauf hindeutet, was, also keiner von der Familie weiß, woran das liegen könnte. Also soweit nichts Aufschlussreiches. Klar waren sie kurz aufgeregt, aber keiner hat irgendwie, oh Scheiße, sie haben uns entdeckt oder schick Alles. uns 50.000 Dollar oder wir kommen wieder oder holen deine Tochter oder irgend sowas. Kann es vielleicht eine Idee sein, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie man das nachprüfen kann, dass die gute Evelyn in ihrer Rolle beim Notdienst etwas gehört hat durch einen Notruf, was sie nicht hätte hören sollen. Und wie sollte dieses Zeichen an der Tür Sie davon abhalten, das gehört zu haben?
Nun, vielleicht kommt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen, also vielleicht markiert das Zeichen für irgendjemanden, der sie ausschalten soll oder so. Deswegen wollen wir es ja entfernen. Ja, aber das funktioniert ja erstmal nicht. Deswegen sollten wir vielleicht tatsächlich hier Wache halten. Ja, wenn das jemand für jemanden ein Zeichen sein sollte, dann hat er das vermutlich eh schon gesehen, oder? Ich Naja, meine, es war ja, Woche vielleicht her. wird ja jemand kommen wieder. Oder Ne? die Presse war einfach zu doll. Man hat nicht damit gerechnet, dass man das im Fernsehen groß sehen Wenn kann. die Presse hier war, dann gibt es aber doch sicherlich auch eine polizeiliche Befragung, beispielsweise der Nachbarn, ob irgendjemand etwas gesehen hat. Oder? Karte? Mal bei der Polizei nachfragen? Also, weil ich meine, natürlich können wir jetzt zu den Nachbarn gehen und uns als Presse ausgeben und fragen, ob sie was gesehen haben, aber dann werden die sagen, wie ich es allen anderen schon gesagt habe, habe ich nichts gesehen oder etwas dergleichen. Ich weiß nicht, ob es schneller ist, zu versuchen, an den Polizeibericht zu kommen. Wir könnten natürlich noch mal recherchieren, was die Medien so berichtet haben, weil die werden sich vermutlich auch auf die Nachbarn gestürzt haben und gegen ein gewisses Entgelt sind ja auch einige bereit, da zu reden. Wir könnten auch die Nachbarn selber fragen. Wenn ich bei den Nachbarn ankomme, FBI, sind sie vielleicht redseliger und es ist etwas geheimer, als wenn wir zur Polizei gehen und ich sagen muss, FBI. Gut, also. Ich traue mir nicht zu fragen, ob Ki auch das die Polizei hacken kann, um ehrlich zu sein. Und ich gucke so mit einem halben Auge zu Ki. Ich Ich werde zu dem Thema nichts antworten. denke, es wäre wahrscheinlich weniger gefährlich, wenn Lance nicht versucht, den Polizeibericht auf anderem Wege zu bekommen. Ja. Und wir tatsächlich einfach Carters FBI-Ausweis nutzen, um bei den Nachbarn zu fragen, ob sie etwas gesehen haben. Gut. Das heißt, wir geben uns nicht als Presse aus, sondern du kannst einfach den FBI-Ausweis und so. Und da ich eben kurz weg war, warum können wir die Tür jetzt nicht reparieren gerade? Weil eine neue Tür kommt. Ach so. Und er uns nicht bestellt hat. Ja. Dabei haben wir für die drittgrößte Versicherungsfirma gearbeitet. Tja. Es gibt ein Mittel, um rauszufinden, ob etwas menschliches Blut ist. Weil ich ja in der Forensik gearbeitet habe, mal könnte ich sowas bei mir haben in meinem Arztkoffer? So ein Schnelltest? Mach einfach einen Luck Roll, würfel einfach einen W100. Bei einer 1 bis 50 hast du es dabei, bei einer 51 bis 100 hast du es nicht dabei, musst du einen anderen Weg überlegen. Wo ist denn hier Lack, muss ich gestehen? Ja, nee, würfel einfach Du sollst einfach W100 würfeln. Slash R ein D100. Robert? Public Role oder? Ja, es Ja. kann ruhig Ja, public also sein, da ja. muss ich es reinschreiben, oder? Oder Genau, und das Feld ist Slash R, Leerzeichen, 1D100. irgendwie lässt er mich da nichts. Also nicht in Public Role direkt, Ja, sondern das Feld darunter, darunter. Das ja. Feld darunter, ja. Slash. Nein. Slash R, Leerzeichen, 1D100, also 1D100. Oh. 16, hervorragend. Gut, dann hast du das dabei. Sehr schön. Dann kannst du testen und findest schnell heraus, das ist kein menschliches Blut. Ich weiß nicht, ob man sieht, ob es überhaupt Blut ist. Es würde schon sein, dass getrocknetes Blut ist, aber es ist schon mal definitiv kein menschliches. Okay. Also ich weiß, es irgendwie unterscheidet sich in den Eiweißen irgendwie. Alles klar. Ja, kann ja sein. Ich würde aber dennoch mal gucken, was ich so an Zeitungs- oder Newsblogs Artikeln finde, ob da noch jemand nähere Informationen hat. Zwar Zu etwas diesem lustlos, aber Vorfall.
Okay, also was du noch findest, manche der Berichte sprechen davon, dass es auch ein kleines Feuer gegeben hätte hier am Haus in derselben Nacht oder am selben Abend, wo das passiert ist. Manche spekulieren, dass es halt ein Hate Crime sein könnte, weil ja eben 3/4 der Familie African American sind und die Mutter ist weiß. Yep. Also nicht die Mutter, sondern also die Stiefmutter. Das mit dem Feuer, wurde das irgendwo weiter ausgeführt? Nicht wirklich, also irgendwie so, es wurde auch ein Brand gemeldet, keine Ahnung, vielleicht die Mülltonne oder sowas. Okay. Hier ist doch etwas faul. Sagen wir doch ehrlich. Also, aber wirklich faul. Ja, ich glaube, wenn nichts faul wäre, dann würden wir hier nicht sein. Naja, sie vermuten ja auch erst nur, also scheinbar kennen besagte Gesellschaft dieses Zeichen ja auch nicht, sonst hätten sie es ja eindeutig zuordnen können. Gut, ich würde einfach einmal mit meinem schicken Anzug die Nachbarn abklappern, wie viele es auch immer gibt. Einmal sagen, durch neue Entwicklungen möchte ich Sie noch einmal bitten, einmal ganz intensiv darüber nachzudenken, ob Sie aus dieser Nacht sich noch an an den Tag des Ereignisses hier, ob Sie sich an irgendetwas erinnern, an das Sie vielleicht vor einer Woche nicht gedacht haben. Oder jede Hilfe ist für uns wichtig. Also, die Leute sind redselig, wenn du ihnen den FBI-Badge und die Nase hältst. Nein, da kann ich wirklich nichts zu sagen. Also, die Berniers sind ganz, ganz nette Leute. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand was gegen die haben sollte. Und wir waren ganz geschockt, als wir das gehört haben. Sie wohnen ja schon lange hier, nicht wahr? Die wohnen seit, naja, seit ein paar Jahren auf jeden Fall, ja. Okay. Gebrannt hat es in der Mülltonne? Hieß es dann, ja. Also wir haben nichts davon mitbekommen. Also wobei, wahrscheinlich kam ja die Feuerwehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war so ein Feuerlöscher selbst erledigt. Also die Polizei war am nächsten Tag dann da und hat sich das angeschaut und hat uns auch befragt schon. Und wir können immer noch nicht mehr sagen. Furchtbare Okay. Geschichte. Gut, vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Ich hätte in der Zwischenzeit mal den Van von dem Haus der Benny ist weggefahren, bevor der Vater noch. Ja, sehr gut. Ja. Und ich würde mir tatsächlich einfach mal sagen, ich rufe mal ein Taxi und lass mich mal hier in die Stadtbibliothek von Tampa bringen. Weil ich kann hier gerade überhaupt nichts vor Ort in irgendeiner Weise beitragen zu was auch immer Sie hier machen. Und ich würde eher versuchen zu schauen, ob ich noch irgendetwas über dieses Zeichen herausfinden kann durch Okay, Recherche. gut. Ja, okay. Alles klar, ich nehme an, die Stadtbibliothek von so einer Großstadt, die wird auch nachts offen haben, weil es ist jetzt langsam halt schon abends, ne? Es ist dunkel. Aber das sollte kein Problem sein. Das heißt, wenn du bereit bist, dir noch ein paar Stunden um die Ohren zu schlagen, dann kannst du gerne nochmal einen weiteren Okkultwurf machen. Ja, bitte. Na also. Häkchen nicht vergessen. Du hast Was? einfach. Das Häkchen hatte ich beim letzten Mal schon, weil ich es ja nicht geschafft hatte. Genau, jetzt ist es ja geschafft, also es ist kein Häkchen. Das Häkchen machst du, wenn du es nicht Ah, schaffst. ja. Genau, beim letzten Wurf habe ich Ich das hätte Häkchen dran gemacht, weil ich es ja nicht geschafft hatte, ja. aber vorher nochmal gefragt, bevor der Prof uns verlässt, haben wir eigentlich Zimmer oder sollen wir noch irgendwie. Ja, ich fürchte, wir nehmen noch die preisgünstigere Option von zwei Doppelzimmern. Wir haben ein Zimmer Genau. in dem Also, Hotel, der Makler. Ach das haben wir so ein so. bisschen übergangen, aber ihr habt euch ja beim Hotel angemeldet und wurdet da ja auch empfangen. Das heißt, ihr habt zumindest, ich würde mal sagen, die müssen sparen und offenbar, ne, also deswegen ist es wahrscheinlich nur eine Nacht, aber zumindest für diese eine Nacht habt ihr Zimmer im Holiday Inn in Tampa, Florida. Mit Anscheinend den hat ganzen Delta Maklern. Queen aktuell Geldprobleme. Und müsst euch morgen beim Frühstücksbuffet mit den ganzen Maklern kloppen um den Bacon. Fein. Aber jedenfalls dein. Dann sehen wir uns doch einfach morgen früh um 9, um 8, Acht. bis um 8. Wie Ja. weit ist das denn entfernt, das Holiday Inn von hier? Schon ein Stück.
Ja, meine, es ist eine amerikanische Großstadt, wahrscheinlich nicht direkt um Ecke, aber ich nehme auch an, dass sie vielleicht eins gebucht haben, weil es nicht in einem völlig anderen Stadtteil ist. Also zu Fuß wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber mit dem Bus wird es wahrscheinlich was geben. Selbst in den USA. Meint ihr nicht, wir sollten das im Auge behalten? Jetzt aber eine Woche nichts passiert. Meinst du gerade Ja. heute? Obwohl, wir wurden Also. gerade benachrichtigt. Vielleicht haben auch Naja, wir. irgendwelche Vorchecks ergeben. Du hast recht. Ich bleib hier. Hallo, macht das schon. Naja, ich glaube nicht, dass im Notfall einer von euch. Könnte nichts tun, wenn was passiert. Ja, außer um Hilfe rufen. Ich kann es zumindest versuchen, auch wenn das letzte Mal für mich immer noch etwas traumatisch war. Ich glaube auch Aber. tatsächlich, wenn Sie etwas sehen, Kater, sollten Sie auch wahrscheinlich Ja. zuerst die Polizei rufen, bevor Sie irgendwie agieren. Aber das braucht man Ihnen ja nicht sagen, Sie machen das ja beruflich. Strahle dich an. Natürlich. Wie eine Eins. Gut, ich werde dann mal in die Stadtbibliothek fahren und hoffentlich irgendetwas rausfinden, weil aktuell kann ich hier gerade nichts beitragen und ich denke, ich habe die besten Chancen durch eine berufliche Erfahrung hier herauszufinden, vielleicht wo das Zeichen herkommen könnte. Gut, dann fahren wir wieder zurück ins Hotel. Ja, ich habe eigentlich kein gutes Gefühl, Mr. Hamilton allein zu lassen, aber wenn er meint, Sie können sich ja bei uns melden. Mit dem Van sind wir ja schnell hier. Das heißt, wenn ihr den Van nehmt, wo bleibt dann Kater? Hockt er sich irgendwo dann auf Ach eine so. Parkbank und Ja, das ist mein Ziel. okay. Hol ihn morgen früh zum Frühstück ab. Ja, aber wenn er dann was sehen würde, könnte er nicht hinterherfahren. Vielleicht sollten wir ihm irgendwas da lassen, irgendein neues Auto holen. Wir können ihm auch Haben wir nur den Van? den So Van da Rolle. lassen und Taxi fahren. Genau. Ja, dann falle ich auch nicht so auf, wenn der Van da ist. Dann Hast du ist so gut. einen E-Roller-Account? Glaube, da wirst du in Amerika verhauen, wenn du E-Roller fährst. Also entweder rufe ich mit dann Gabriella und mir ein Uber oder ein Taxi, das ist mir egal. Ja, Mama vielleicht ist das zahlt. Ist Beste vielleicht so, sinnvoller. dass Carter den Van behält und wir alle ein Taxi oder so nehmen. Okay, Carter bleibt im Van. Ihr zwei geht ins Hotel und Elizabeth geht in die Bibliothek, wo sie, wie wir schon gelernt haben, jetzt erfolgreich was rausgefunden hat. Denn du sitzt also in der Bibliothek von Tampa, Florida und hast ein paar Stapel von anthropologischen und Büchern über diverse alte Kulturen und sowas, weil die Richtung weißt ja schon ungefähr, wo du nachgucken musst, das ist ja dein Beruf. Ja. Und jetzt findest du raus, diese Markierung, die da auf dieser Tür war, ist in der etwas saubereren Version das Symbol für eine Gottheit, die angebetet wurde von einem Kult im alten Griechenland, Oh. genannt Kore oder Kos oder Jos. Also es gibt mehrere Überlieferungen oder Übersetzungen dieses Namens. Wenig darüber ist bekannt. Eine Quelle nennt Kore die Königin der Unterwelt. Und bezieht sich dabei auf Rituale, die genannt Katabasis genannt worden sind, und die einen physischen Abstieg in die Unterwelt darstellen sollen. Genauere Etymologie, der Name Kos und Jos ist nicht bekannt. Aber du hast ja Unnatural. Du hast ja sozusagen die Tür aufgestoßen ins Übernatürliche. Und du darfst jetzt einen Unnatural-Wurf machen mit einem +20-Bonus, also um +20 erleichtert. Das ist übrigens Persephone tatsächlich. Kore ist der alte, also ist damit ist Siehst du mal. anscheinend auch Persephone gemeint. Okay, gut. Unnatural Wurf. +20. Plus 20. So, so. Oh nein, ich habe einfach nur, Moment, wie drücke ich? Muss ich Rechtsklick machen? Wir Ja. können uns einfach auch merken, dass du jetzt eine 7 gewürfelt hast. Dann, wobei, nee, machen nochmal, genau. Ja, alles da. Hast nämlich nicht geschafft, so. Genau. Fein. Strafe muss sein, wenn man nicht ordentlich den Bonus drauf rechnet, dann zählt der Wurf nicht, obwohl er geholfen hätte. Ja. Fein. Also, das ist das, was du rausfindest. Währenddessen, Carter, du willst also die ganze Nacht wach bleiben, verstehe ich das richtig? Das kann ich, das ist meine Ausbildung.
Okay, gut. Gott, ich werde schlafen wahrscheinlich. Aber ja, das sage ich mir und das habe ich allen anderen auch gesagt. Ich überlege gerade, ob wir da vielleicht mal einen Wurf drauf machen sollten. Ich denke mir, das könnte eine von deinen. Ich denke, das könnte Konstitution sein. Das kannst du ja würfeln, also das Fünffache aus dem 75% sieht eigentlich ganz gut aus. Kritischer Erfolg sogar. Also du brauchst offenbar Schlaf ist für dich irgendwie so was, was nur Schwächlinge brauchen, das ist ja schon mal gut. Wenn das so ist, bräuchte ich auch noch einen Perception-Wurf von dir. Gibt's Perception hier? Warte mal. Nee, Perception gibt's hier nicht. Alertness ist das, Alertness. Das ist ein Erfolg, alles klar. Du beobachtest das Haus die ganze Nacht, siehst, wie so die Lichter nach und nach ausgehen. Es geht auch niemand mehr aus dem Haus raus. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, der Sohn, der ist 16, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Mit ein paar Freunden kommt er aber auch irgendwann zurück. Das scheint soweit alles ganz okay zu sein. Und dann gehen nach und nach die Lichter im Hause aus. Und später in der Nacht, so nach Mitternacht, hattest du ganz kurz das Gefühl, dass sich ein Schatten so im Hof oder hinten so, also irgendwie auf das Haus zubewegt. Aber es ist, also du kannst ausschließen, dass da wirklich jemand, also das sieht nicht aus, als wäre da wirklich jemand lang gegangen, aber irgendwie, als hätte sich einer von den Schatten bewegt. Das ist ganz seltsam. Ich steige aus, greife kurz zu meinem Telefon, wähle. Oh nein, er macht Musik an. Wähle Gabriela Lopez Nummer, die ich habe, glaube ich. Wie viel später war das? Das ist nach Mitternacht. Ah, Deutlich nach Mitternacht sind wir jetzt. dann erreicht er mich. Vorher habe ich nämlich noch mit meinem Verlobten Ach telefonieren so. müssen. Oh ja. Drei Stunden besetzt. Gabriela. Wo bist du jetzt schon wieder? Ja, Carter, Hier wir haben Hamilton. bewegt sich irgendein Schatten. Ich gehe nachgucken. Sollen wir kommen? Ich weiß es nicht. Wir kommen. Sicher, sicher. Ich gehe Ich werfe mir trotzdem schon was mal über. gucken. Ich sehe nämlich nichts mehr. Nicht, dass irgendeiner. Und ich bin vorsichtig. Ich lege auf. Nein, bleiben Sie dran, bleiben Sie dran. Gute letzte Worte. Dann Ich würde ich klopfe. langsam darauf zugehen. Klopfe bei Key. Okay, Und also, bei. ja, Joe, du wächst Key. Ja. Key ist gemutet. Glaubst du, er meint das ernst mit dem Schatten? Ja, klar, der hat da was gesehen. Der ist doch vom FBI, der wird uns nicht einfach wegen irgendeinem Humbug anrufen. PTBS. Ja, aber nein, wir haben ihm versprochen, wir kommen, wenn was ist. Ja, ist gut. Ich wecke Miss Robbins. Ja, später, als ihr ins Bett gekommen ist, erst. Ich versuch's mal mit Klopfen. Ich höre ich mal rein, ob sie. Elisabeth! Ich schlafe mit Ohrenstöpseln. Aber ich glaube, wenn du lauter klopfen würdest, dann würde ich es auch hören. Wobei, nee, ich bin alleine in dem Zimmer, es ist sonst kein Lärm, also warum sollte ich mit Ohrenstöpseln schlafen eigentlich? Ja. Ja, außer dass Makler im Gebäude sind, die bestimmt auch nachts gerne mal in der Hotelbar einen drauf machen. Also insofern gibt es wahrscheinlich guten Grund dafür, Ohrstöpsel zu tragen. Ja. Also ich meine, Holiday Inn ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht das soundproofeste Place. Nö. Ich mache mal eine Luck Roll, ob ich es höre. Nee, hat nicht funktioniert. Also Slash und R verwechselt hast. Was Slash ist R R? statt R Ah, Slash. Slash R, okay. Das ist nicht so gut. Okay, dann hörst du nicht, dann musst du wohl ein bisschen mehr Krach machen, bis du tatsächlich Ja, weckst. wenn Gabriella da klopft, wir hatten doch das letzte Mal, glaube ich, Handynummern ausgetauscht. Ich würde dann mal auf dem Handy anrufen. Ich bin auf lautlos gestellt.
Oder? Ah, im Dienst vielleicht nicht, ne? Also auf der Mission. Also Also wenn irgend... ich glaube, mein Handy hätte ich nie lautlos, weil es könnte ja auch immer was mit meiner Tochter sein. Ja, also schlussendlich, es wird ein bisschen aufwendiger, aber ihr kriegt irgendwann auch Elizabeth Robbins Hat einfach aufgeweckt. ein paar Minuten länger gedauert, als Ja. ihr keine gehabt hättet. Okay. Ich öffne, also ich gehe ans Telefon. Was? Ja? Hallo? Carter hat angerufen. Er hat was gesehen, glaubt er. Und wir machen jetzt was? Er hat den Van. Hinfahren. Wie fahren wir? Moment, ich ziehe mich an. Bestelle ein Uber oder ein Taxi. Ein Taxi, ja, ein Taxi, gut. Gut. Ich bestelle ein Taxi, ich ziehe mich Okay, macht euch auf den Weg, aber schon vorher sind wir wieder bei Carter. Also du machst dich dann auf den Weg durch die Dunkelheit zu dem Haus. Die Grillen zirpen in Tampa, Florida, als du dich dem Haus der Familie Bernier näherst. Du siehst doch die Vordertür, an der wart ihr gewesen. Es gibt wahrscheinlich irgendwie außenrum einen Weg, der zum Gartentor führt. Wahrscheinlich gibt es auch einen Gartenzaun. Es gibt natürlich auch Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock. Was hast du vor? Naja, das Übliche wahrscheinlich. Ich würde gucken von außen, so gut ich sehen kann, ob irgendeine Tür geöffnet wurde. Würde mich aber dann. Also ich kann nicht von draußen über die Hecke gucken, ne? Das wolltest du niemand sagen. Ich müsste irgendwie aufs Grundstück rauf. Gut, ans Haus kommt ihr ja schon ran. Es geht ja Ja. darum, dass hinten, wenn du in den Garten willst, da ist dann noch Genau. so ein Holzzaun mit einer Tür drin, um in den Garten hinterm Haus zu kommen. Aber zum Haus selbst hast du Aber wo? also. Aber den Schatten habe ich ja vor dem Haus gesehen. Den hast du so, ja, also im Vorgartenbereich. Ja. Ja, dann würde ich da erstmal ganz vorsichtig gucken. Vielleicht, Hier, du schaust. Ja. oh, jetzt muss ich überlegen, im Haus selber ist es schon dunkel, ne? Verdammt nochmal, ich würde meine fantastische FBI-Taschenlampe anmachen. Okay, gut. Den Ausweis aber auch bereithalten, falls ich gleich einen Kontakt Ja, habe. mach das mal. Also, dann würfel doch mal auf Search. Okay, das ist ein Erfolg. Also, du guckst dir das hier mal so an, die Stelle, wo du glaubst, was gesehen zu haben, und da sind keinerlei Spuren. Also weder Fußspuren noch umgeknickte Zweige, noch irgendwas, was darauf hindeuten könnte, dass hier irgendjemand gewesen sein könnte. Okay, und von hier kommt man aber nicht ums Haus in den Hinterhof, ne? Man musste immer über einen Zaun oder über eine Man muss, Tür. ja, es gibt Ja. kein, genau, man muss immer über den Zaun irgendwie gehen. Oder durch die Garage ist auch eine Möglichkeit. Okay, aber ich bin mir ja sicher, da war irgendetwas. Und jetzt ist es nicht mehr da und ich habe immer hingeguckt. Ja. Ich scheiße mir dezent in die Hosen und Fenster sind geschlossen. Ich nehme an, das Haus ist klimatisiert. Wir sind in Florida, also ja, Ja. Fenster sind geschlossen. Tür ist zu. Die Tür ist zu, ja. Ja, ich gucke mir, ich mache die Taschenlampe nochmal wieder an. Ich hatte sie kurz aus und auf das Zeichen. Das Zeichen ist noch in der Form da, wie ihr es zuletzt gesehen habt. Scheiße, ich bin mir so sicher, ich übersehe, was ich. Ich schnappe mein Handy, gehe 3 Schritte zurück und rufe nochmal Elisabeth, Gabriele an. Okay, ihr sitzt wahrscheinlich schon im Van jetzt. Ja. Hier ist etwas gewesen, was nicht mehr da ist, obwohl es da sein müsste. Ich sehe aber nichts. Wir sind auf Brauche, dem Weg. ja, Ideen. Fenster sind zu, Tür ist zu. Zeichen sieht noch genauso aus. Ich gucke einmal hinter mich wie vorher. Shutter auf Lautsprecher. Ich brauche Ideen. Ja, Ideenpilot. was haben Sie denn gesehen vorher? Hier hat sich etwas in den Schatten bewegt, was noch hätte da sein müssen. Es war etwas im Vorgarten, es ist aber nichts mehr im Vorgarten. Ich habe aber immer hingeguckt. Na, dann wartet es wahrscheinlich in irgendeiner dunklen Ecke. Das ist hier klein, ich habe eine Taschenlampe. Ach so. Oh, Ich ich mach bin mal auf leider. laut und frag die anderen. Ich guck mal nach unten. Gibt es irgendwie einen Eingang nach unten in den Keller oder so von hier? Es gibt keinen Keller. Wir sind in Florida. Ja, Wir sind in ich Florida. weiß. Scheiße. Ich gehe zum Hinterhof. Ich würde gucken, ob die Tür auf ist zum
Die Tür zum Garten und sowas? Nee, die ist nicht auf. Kriegt ihr auf? Die geht nicht auf, nee, die ist verschlossen. Das war nicht meine Frage. Kriege ich sie auf, habe ich gefragt. Also kriegst du sie auf, sorry. Ich hoffe. Hast du, ja gut, als FBI-Agent könntest du mal gelernt haben, wie man Türen öffnet, also außer mit eintreten, das kann ich auch machen. Es gibt, glaube ich, keinen Skill Nee, ich sehe dafür, keinen das auf, läuft durch auf aber. Dexterity, wenn man plausibel erklären kann, dass man eben sowas kann. Ich denke, in deinem Fall kann man das plausibel erklären. Sprich, du kannst gerne versuchen, es auf die Art zu machen. Dann würde man einfach auf Geschicklichkeit. Ja, siehst du, machst du gut. Das ist ein Erfolg, alles klar. Also, du machst dich an der Gartentür, diese Umschuld in Familie zu schaffen, ohne offizielles Mandat. Und kriegst sie auf. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt im hinteren Bereich, wo du tatsächlich einen gepflegten Garten mit Swimmingpool und ein paar Obstbäumen siehst. Okay. Ich würde tatsächlich einfach ohne Taschenlampe einfach nur meinen Blick einmal schweifen lassen. Okay. Lässt deinen Blick einmal schweifen und. Nee, da ist nichts. Denke, die werden mich gleich für verrückt. Ich mache die Tür wieder langsam zu. Die werden mich gleich alle für verrückt halten. Sie sind aufgestanden wegen mir und hier ist nichts. Der Professionelle, der alles versaut hat hier. Ich raufe mir die Haare. Ich, nochmal an die Vordertür und versuche einmal zu horchen, ob ich irgendwas im Haus höre. Sind wir eigentlich noch dran am Nee, ich Telefon? glaube, ich weiß nicht, ob ich Ich das. habe gerade seinen ganzen Rant gehört. Boah, das kommt extra wegen mir. Ich habe es voll versaut. Ich bin so ein Idiot. Also, du horchst an der Vordertür und nichts, absolute Stille. Jeder von uns wäre froh, wenn in der Nacht nichts passiert. Kater hofft jetzt, dass irgendwas Ja. passiert, damit er nicht uns alle geweckt hat für nichts. Ja, dann würde ich zum Van zurückgehen und warten. Aber das Haus nicht aus den Augen lassen. Ach da, du gehst zurück zum Van und wartest. Achso, stimmt, du hast den Van. Die anderen drei sind im Taxi, in einem Uber oder sowas. Mein Fehler. Und ja, irgendwann kommt ihr dann da mit dem Uber an. Ich weiß nicht, ob ihr euch direkt dahin vor die Tür fahren Nein. lasst oder ob ihr euch vielleicht um die Ecke absetzen lasst. Ja, ist vielleicht schlauer, ne? Kommt dann zu Carter in den Van. Na, einsam? Perfekte Scheiße! Ich bin doch nicht dumm! Ich habe immer hingeguckt! Ich habe gesehen, dass da irgendjemand, irgendetwas in diesem Vorgarten ist. Der ist klein! Bin ich hingegangen, habe ohne Taschenlampe alles abgesucht, habe mit Taschenlampe alles abgesucht. Es ist nichts mehr da. Aber Nein, es war kein Vogel! wenn etwas im Garten war, sind Sie sicher, dass es nicht in das Haus gekommen ist? Ich habe geguckt. Fenster zu, Tür zu. Denke über einen Türspalt nach. Mr. Hamilton, alle, Wir waren jeder mal. Ich weiß, es versteht, ist wenn Monate Ihnen Ihre her. Fantasie Es den ist Streich Monate gespielt. her, aber wir waren beim Du. Es ist eine Tatsächlich. Stresssituation. Ja, ich möchte nicht sitzen. Es tut mir leid. Dann komme ich mir vor wie beim FBI. Ich will gerade nicht beim FBI sein. Okay, also duzen wir uns richtig oder sagen wir Vorname und Sie? Nein, wir Weil hatten, im Englischen wäre es viel ich leichter. bin sehr sicher, dass wir uns das Du angeboten hatten beim letzten Mal. Oder Okay, ich also das euch. deutsche Du haben wir uns angeboten. Ja, das Okay. You. Yeah. So. You can say you to me. Ja. Aber wir kommen auch nicht in das Haus. Ich habe in den Hinterhof geguckt. Ist Wir mein. wollten nicht in das Haus. Wir wollen verhindern, dass jemand anderes in dieses Ja, Haus aber kommt. vielleicht, sie sagt es ja gerade, vielleicht ist jemand jetzt im Haus. Was ist, wenn jemand irgendeine Art von Schlüssel hatte und rein konnte? Ich hätte doch gesehen, wenn die Tür aufgegangen Also das heißt, wäre. es war, obwohl es auf der Rückseite, es war nicht auf der Rückseite, Nein, sondern es war es war auf vorne. dieser Seite. Wir bleiben jetzt einfach hier und gucken auch dahin. Vielleicht sollten wir uns verteilen, dass zwei Leute nach hinten gehen. Das hat beim letzten Mal zwar auch für Chaos gesorgt, aber also, ich meine, es bringt schon was, wenn wir jetzt zu viert sind, dass wir nicht alle da von der gleichen Richtung schauen. Hat eigentlich irgendwer, also ich frage nur so prophylaktisch, eine Waffe dabei? Ja, natürlich. Ich nicht, ich bin geflogen. Nach dem letzten Mal, aber kann man ja anmelden. Man kann Schusswaffen Achso. als aufgeben in den USA, ja. Achso, okay, Moment, lass mich kurz schauen. Habe ich eine Ich glaube, du Waffe? hast ja keine, oder? Nein, ich habe gar keine Waffe.
Also ich habe tatsächlich nach dem letzten Mal drüber nachgedacht, habe aber irgendwie so ein bisschen verschoben, das Problem. Was, wenn jemand mit mir hier vorne bleibt, dann kann ich nochmal versuchen, vielleicht irgendwie über eines der Geräte auf ein Mikrofon oder eine Kamera zuzugreifen. Das ist gut. Und guck auch, ob da noch jemand wach ist gerade und nur so tut, als wenn sie schlafen. Vielleicht sind sie ja aktiv. Eine Kamera Alles gut. zugreifen ist, Dann ja. soll ich bei Key bleiben und Gabriela geht mit Carter mit oder andersrum? Ja, ich schaue Gabriela an. Vorne bleiben, auf die andere Seite gehen. Mit Carter, mit Keys. Ich gehe mit Carter. Okay. Key ist mir unheimlich, seitdem er offenbart hat, dass er mich offenbar mehr als gegoogelt hat. Ja. Gut, also das heißt, ihr zwei geht eine Runde ums Karree quasi und Lance und Elizabeth bleiben im Van und Lance will gucken, ob er ein bisschen seine Hackermagie wirken kann, denn das ist ja de facto. Das ist aber schwierig, also da würde ich sagen, minus 40 auf deinen Wurf. Computer Science oder SIGINT? Es kommt wieder sein. SIGINT ist ja eher um Kurzen sowas zu entschlüsseln, würde ich sagen. Minus 40. Bist du des Wahnsinns? Achso, das hätte ich da unten auch Jetzt einfach bist du auswählen können. tatsächlich. Ja, aber es gibt da so ein Feld, wo man das eingeben kann. Ja, das ist dann daneben. Nee, also das ist tatsächlich, aber das ist wirklich Next Level Shit, jetzt da in die Kamera dich einzuwählen. Also insofern, das gelingt dir jetzt nicht. Okay. Ja, ich muss hier mit dabei nebenbei immer so etwas unbewusst die Brust. Ah, fuck, funktioniert nicht. Irgendwas stimmt heute wieder nicht. Das ist einfach scheiße. Okay, ja, es reicht noch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Machst du Gut. immer eine davon oder abwechselnd oder was ist so? Nein, ich frage Nein, dich, halt. was Elizabeth quasi beobachtet. Also ist es sowas wie das Nein, Herz? ja, das Herz. Genau, Also das halt meine ich. nicht anatomisch so hundertprozentig korrekt wahrscheinlich, weil es hauptsächlich unbewusst ist, aber. Nein, also auf die Art kriegen wir nichts raus. Ja. Also, wie ist es jetzt? Wir sind jetzt beide im Van geblieben und schauen auf die eine Seite vom Haus und Carter und Gabriela, ja, haben das Haus umrundet. Wir gehen einmal rum. Und Genau, richtig. während er das macht, schaue ich halt weiter hauptsächlich zum Haus und gar nicht groß zu ihm. Das heißt, ich habe es vielleicht auch gar nicht wirklich bemerkt, dass er das macht, weil ich ja das Haus im Blick haben muss. Und ich mache auch noch ein letztes Mal die Tür auf hin und gucke mal. Alles Tür hier klar. offen. Habe ich aufgemacht. Den Rest der Nacht passiert wahrscheinlich nichts mehr, aber ihr dürft alle mal einen Wurf auf Alertness machen. Oh. Critical failure, Ja, vielleicht bist shit. du einfach eingeschlafen, ich weiß nicht. Oder Okay. deine Tochter hat dir irgendeine WhatsApp geschrieben, die dich furchtbar aufgeregt hat. Denkt immer noch dran, wenn ihr einen Skillwurf verkackt, dürft ihr einen Skill markieren mit dem Kästchen, damit ihr den am Ende des Abends erhöhen könnt. Und ansonsten habe ich hier Erfolge von Carter und Lance. Es kann nur einer von beiden tatsächlich erfolgreich sein, dann sage ich, klassischerweise gewinnt dann der mit dem höheren Ergebnis, der trotzdem noch einen Erfolg hatte. Das ist also Carter. Passt ja auch, weil Carter am ehesten weiß, wonach er Ausschau halten muss. Er hat es ja als Einziger gesehen. Irgendwann so ein paar Stunden später, als schon langsam die Vögel anfangen zu zwitschern, aber es noch so ein bisschen dunkel ist, meinst du wieder kurz einen Schatten gesehen zu haben, der sich jetzt vom Haus wegbewegt? Aber Ihr geht als er es dahin. mir zeigt, sehe ich nichts Ja, und ihr geht wahrscheinlich. dahin und guckt und ihr findet wieder keinerlei Spuren in irgendeiner Form. Ich glaube ja, dass Carter einfach wirklich ein bisschen überreizt ist. Ich Scheiße. versuche ihn Im Ernst, zu wenn das hier beruhigen. schon. Aber es ist erst hingegangen und dann weg. Ich bin voll drin, ich merke das gar nicht. Und es ist ja nicht andersrum. Also es ist zumindest niemand von drin, der irgendwie rausgeht als ein Monster, irgendwie getarnt und wieder reinkommt. Sondern vielleicht, Scheiße. Aber pass auf! Gabriel, wir haben eine Frau gesehen, die 30 Jahre in einem Tank gelebt hat. Warum kann es keinen unsichtbaren Schatten geben?
oder irgendeinen anderen Scheiß, aber den nur meine geübten Augen sehen können. Durch tausende Nachtobservationen. ja, mag ja sein, aber was soll dieser Schatten dann hier getan Vielleicht haben? sind die tot da drin. Oh Scheiße, jetzt wo ich dran denke, vielleicht sind sie tot. Hier sind keine Kameras. Ich klingel mal und ich glaube, ich habe kurz überlegt, Du klingelst ob ich morgens um sechs? weglaufe. So Klingelstreich, aber das passt nicht zu Karte. Du Könntest kannst du nicht einmal klingeln. klingeln? Du klingelst Nein. und läufst einmal weg. Ich will nur Nein. gucken, ob. Doch, Wir wenn. können doch jetzt nicht bei denen klingeln. Es ist morgens um sechs. Vielleicht sind die tot. Ja, dann lass uns einfach hier noch bleiben und gucken, ob sie zur Arbeit gehen oder zur Schule. Wir können nicht morgens um sechs klingeln, dann sehen wir eine Person, die die Tür aufmacht zur Not. Macht jemand die Tür auf? Dann kann immer noch ein anderer tot sein. Aber dann, das würden die doch merken, oder nicht? Ja, aber doch nicht morgens um sechs. Da guckst du doch nicht erst ins Zimmer von deinem Kind. Nee, nicht sagen. Na gut, dann warten wir halt. Okay. Ki hat bestimmt das WLAN gehackt und kann uns viel mehr Neues sagen. Hat zu Kiwi irgendwie vor seinem Laptop hockt und Ja. einfach so die. Gut, also der Morgen bricht an und schon bald seht ihr, wie dann auch die Lichter angehen im Hause Bernier und wie dann irgendwann wahrscheinlich sogar, ja, keine Ahnung, der Vater fährt dann irgendwie zur Arbeit und die Mutter fährt irgendwie die Kinder zur Schule oder so. Also wir sehen Und alle. ihr seht sie alle vier. Und nach einiger Zeit, wenn er noch länger da bleibt, kommt die Mutter irgendwann zurück. Wobei, nee, warte. Glaube nicht, Moment, dass was wir war länger denn? da bleiben. Also wenn in dem Moment, wo die alle das Haus verlassen, ist es wahrscheinlich, denken wir, jetzt wäre vielleicht mal sinnvoll, wir gehen zurück und gehen runter schlafen oder so. Ich hatte eigentlich die Idee, in dem Moment, wo alle das Haus verlassen, gehen wir rein, aber. Ich muss was retconnen. Ich habe euch eine falsche Information vermittelt. Und das wisst ihr auch, ich habe euch was Falsches gesagt. Evelyn Bernier war Dispatcherin für das Tampa Police Department, ist sie aber nicht mehr. Sie ist jetzt Hausfrau und kümmert sich um die Kinder Vollzeit. Okay. Wahrscheinlich, weil der Mann gut genug verdient. Das heißt, die kommt, wie ihr wisst, wahrscheinlich irgendwann auch wieder zurück, wenn sie die Kinder zur Schule gefahren hat. Okay. Und ist dann auch, wie du sagst, nicht erst seit einer Woche nicht mehr im Dienst, sondern Nee, 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 nee. okay. Ja, dann vielleicht doch erstmal eine Runde schlafen. Ja, ich denke auch. Ja, aber jetzt ins Haus einsteigen, mit welcher Begründung? Was hoffst du zu finden, Kater? Nichts. Ist doch eine Scheiße hier. Also Ihr ich meine, könnt. ich bin noch, also letztendlich, ich bin noch nicht dazu gekommen, es jetzt allen zu erzählen, einfach weil, als ich aus der Bibliothek zurückkam, habt ihr schon geschlafen und dann war das hier dringender. Aber das Symbol, das an der Tür war, war das von Kore, was an sich gesehen auch nur das altgriechische Wort für Mädchen oder Jungfrau ist, aber womit Persephone beschrieben war, die Gattin des Hades, Göttin der Unterwelt quasi. Alex, hätte ich sonst noch was rausgefunden dazu? Ja, du hast was über das Ritual gelesen, was mit ihr in Verbindung gebracht wird. Sicher, Sekunde. dass ich das nicht nur gelesen hätte, wenn ich Unnatural geschafft hätte? Nee, an der Stelle war was anderes gewesen. Das, was du weißt, ist, dass, also Kore, Königin der Unterwelt, und dazu gibt es also Rituale, die nannten sich Katabasis und sollen quasi symbolisieren einen physischen Abstieg in die Unterwelt. Genau, das. Aber das. Allerdings habe ich keinen Inhalt zu den Ritualen, solange das ist Elisabeth, sicher. das passt doch. Vielleicht will jemand diesen Menschen oder einen der Menschen in die Unterwelt befördern. Oh Gott, ich glaube diesen Scheiß. Muss man ja auch Stabilität würfeln bei sowas? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt irgendjemand und guckt, ob er sie holen kann. Deswegen sind wir doch hier, wegen so einer Scheiße. Sonst wäre ich als FBI-Agent hier. Ihr guckt mich immer so an wie ein Bahnhof. Wir müssen um Ecken denken. Hier Nein, ist ich, nichts normal. Kader, ich schaue nicht dich an, ich versuche gerade nur zu Also überlegen, was genau da jemand vorhaben könnte. das Und vor allen Dingen, wie wir Wahrscheinlichste, es unterbinden können. das Wahrscheinlichste, wenn es um eine Jungfrau geht, wäre ja die Tochter, nicht Nein, wahr? das hat damit, das hat damit nichts zu tun. Entschuldigung, haben diese Rituale etwas mit Feuer zu tun? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann es nicht ausschließen. Tatsächlich ist die griechische Mythologie
nicht mein Fachgebiet. Also altgriechische Kulte sind nicht. Ich bin tatsächlich eher spezialisiert auf die nordamerikanischen. Aber Aber so Rituale haben doch oft etwas mit Verbrennen. Also ich überlege, ob der Mülltonnenbrand vielleicht einfach absichtlich gelegt wurde, um irgendetwas zu verbrennen, gleichzeitig zu der Zeichnung. wir haben jetzt März, wir haben Frühjahr, die generelle Geschichte zu Persephone, die ja hinter dieser Gottheit steht, ist ja letztendlich, dass sie die Hälfte des Jahres auf der Erde bei ihrer Mutter Demeter verbracht hat und die andere Hälfte des Jahres in der Unterwelt. Das heißt, wahrscheinlich sind gerade Frühjahr und Herbst sinnvolle Zeiten für Rituale gewesen, weil sie entweder die Sommerzeit oder die Winterzeit einläuten. Lassen wir Was uns mal auf dieses Spiel ein. ich könnte. Lasst mich mal kurz, vielleicht, also diese Evelyn ist ja die zweite Frau von Timothy. Also es ist jetzt eine total wahnsinnige, also eigentlich glaube ich, ist sowas gar nicht, aber es ist, wo ist denn die erste Frau? Ist die vielleicht tot und holt jemanden in Weil die das man Unterwelt? im Frühjahr würde man ja mit einem solchen Ritual eher die Person aus der Unterwelt zurückholen, meinst du, statt sie runterzubringen? Ja, also ich meine letztendlich, wenn das Frühjahr die Zeit symbolisiert, in der Persephone aus der Unterwelt aufsteigt wieder, dann wäre vielleicht jemand, der versucht, Die Mutter wieder ich zurückzuholen. habe einen Geist gesehen. Vielleicht ist sie auch irgendwie so ein Schatten-Zwischending und. Ki, könntest du vielleicht mal schauen, ob der Sohn irgend sowas über die griechische Mythologie irgendwann mal Ja, klar. sich angeschaut hat? Du hattest ja schon Zugriff auf seinen Kram, das ist relativ einfach für dich rauszufinden. Nee, also der Sohn, wie man das von einem 16-jährigen amerikanischen Teenager erwarten würde, hat relativ wenig überraschend nicht das riesengrößte Interesse an griechischer Mythologie. Noch sonst jemand in der Familie. Seltsam. Wie war nochmal der Begriff, Alex, für diese das Ritual? Katabasis. Man spricht. Ich hab's noch nicht gegoogelt. Oh ja. Ja, es ist für mich leichter, tatsächlich die Sachen einzugeben, auch statt sie jetzt gerade aufzuschreiben. Ah ja. Gibt es bei unserer Organisation hier, ob es da so eine Datenbank gibt, was es alles gibt? Warum haben wir darauf keinen Zugriff? Das würde uns so helfen. Was ist das für ein Oh. Saftladen? Bei Kino, FBI habe hast ich für alles eine Datenbank. Entschuldigung, ja. gesagt, auf dem Laptop war nichts drauf? Im Laptop war nichts drauf. Außer dem Verlauf, wo dieses Video eben aufgerufen war, was er uns ja gezeigt hat. Wahrscheinlich war das nur dafür da. Also wir können ihn natürlich mal auseinandernehmen, aber das Nein, wäre nein, nein, jetzt ein nein. bisschen arg merkwürdig, um uns Informationen zu geben, um unseren Auftrag zu erfüllen, diese erst zu verstecken. Das stimmt. Außerdem hatten sie ja scheinbar überhaupt keine Ahnung von diesem Zeichen irgendwie sonst. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier, gut, Tampa hat jetzt nicht die relevanteste Universität, aber doch keine allzu kleine. Vielleicht haben die sogar ein Department für altgriechische Studien, bei denen ich mal nachschauen könnte, ob ich irgendetwas in Erfahrung bringen kann. Vielleicht sollten wir erst mal frühstücken. Ja, und eine Runde schlafen wahrscheinlich, damit wir mehr nachdenken können. Ich kann mir vorstellen, dass Dinge wahrscheinlich nachts passieren werden, eher als tagsüber, wenn man nach dem wann. Wissen Oder im wir zu was für eine Übergang. Tageszeit, oder ja, wissen wir zu was für einer Tageszeit das mit dem Zeichen und dem Brand passiert ist? Nachts. Whatever demonstrandum. Ich denke, dann gehen wir jetzt eine Runde schlafen und bis heute Abend haben wir noch etwas Zeit, uns in irgendeiner Weise mehr vorzubereiten. Wir müssten dann auch unser Zimmer im Holiday Inn verlängern oder uns ein anderes suchen. Ja, dadurch, dass diese Konferenz, dass die Konferenzteilnehmer ja hoffentlich jetzt abreisen, sollten wir kein Problem haben, das Zimmer zu verlängern.
Wollen wir nicht eh im Van am Haus bleiben? Nein. Zu viert, die ganze Nacht. Ja, bevor ihr wieder 30 Minuten braucht, bevor ihr da seid, das macht doch auch keinen Sinn, wenn man Aber etwas sieht. tagsüber müssen wir doch irgendwo schlafen. Ja, wir sollten jetzt das Zimmer verlängern, weil sonst müssen wir in 3 Stunden auschecken. Kompromiss, wir suchen ein Hotel hier in der Nähe. Das ist ja wahrscheinlich eine Wohngegend, oder? Gibt es hier? Ja, aber es könnte ja trotzdem etwas Ja. näher dran gehen. Ein Es kann sicherlich ein Airbnb. Hotel geben, was mehr in der Nähe ist. Das kann schon durchaus geben, ja. Ja, dann machen wir das doch. Dann checken wir aus und Wir checken können da auch ein. einfach dann 2 Doppelzimmer nehmen, um Kosten zu sparen, da ja anscheinend niemand uns sagt, ob wir plötzlich Selbstversorger hier sind. Ich buche das auf die Kreditkarte von Mami. Alles klar. Dann danke an Mami. Ihr wechselt das Hotel, schlaft eine Runde und esst was. Und dann ist, sagen wir mal, jetzt so Freitagnachmittag. Alles klar. Was macht ihr? Also ich würde gerne in der Universität vorbei. Wie gesagt, hoffe ich einfach, irgendjemanden zu finden, der mir erklären kann, wie die Katabasis aufgrund von altgriechischem Wissen funktionieren könnte, weil dann kann man sie ja am ehesten noch aufhalten, wenn man weiß, worauf man achten muss. Weil alles, was wir bisher wissen, ist, dass es dieses Ritual gibt und dass das Symbol dafür verwendet wird. Aber solange wir nicht mehr wissen, sehe ich eine Problematik darin, dass wir versuchen wollen, irgendetwas aufzuhalten. Das heißt, ich würde schauen, ob die Universität von Tampa ein Department hat für altgriechische Philologie, Historie, wie auch immer. Wie heißt das denn beim Altgriechischen? Das hat auch einen Namen. Egal. Weiß ich auch nicht. So, dann die Ideen von den anderen. Ich bin beim 17. Kaffee. Pumpt mich für die nächste Nacht wach. Also du schläfst schon gar nicht erst, oder was? Nee, ich bin so, also für mich ist das gerade so, das macht mich verrückt, dass ich das nicht greifen kann. Dass ich will das wissen. Ich will, da ihr auch alle, ja, ich weiß nicht. Ich habe aber auch keinen Ansatz zu recherchieren. Ich würde auch gerne irgendwelche Akten lesen oder so. Da hätte ich richtig Lust drauf. Irgendwelche Akten. Und kleine Details finden. Aber wir haben ja nicht mal irgendein vernünftiges. Ich weiß es auch nicht. Also ich könnte natürlich noch mal versuchen rauszufinden, was das für ein Blut ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass uns das sehr viel weiterhilft. Außer es wäre wirklich was übernatürlich, was ich jetzt noch nicht zu glauben bereit bin unbedingt. Nein, ich glaube auch, dass das Blut einfach irgendwie Schweineblut ist oder so. Ja, aber das könnte man ja da rausfinden. Da wird es ja einen Test dazu geben. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht, was wir großartig recherchieren sollen. Ich muss jetzt mal etwas machen, weil ich als Händler und Spielleiter generell sehr ungern mache, aber ich würde es gerne tun. Ich müsste mal intervenieren und euch eine Idee so auf den Tisch legen zu den anderen Ideen, so auf den Marketplace, auf Ideas, nur damit ihr mal drüber nachgedacht habt. Habt ihr mal drüber nachgedacht, einfach mal an die Tür zu klopfen und mit diesen Leuten zu reden? Ja, habe ich schon ganz oft, um ehrlich zu sein. Ich Ist dachte aber, nichts. Carter hat mit denen geredet und wurde sehr, sehr unwirsch weggeschickt. Vater hat sich Nee. als ungebetener Malerdienst ausgewiesen, was also eine Idee ist, die man machen kann. Ja, Ich man habe kann nicht den als Leuten Maler, so ich war. schlecht sagen, hallo, Verzeihung, hat jemand von Ihnen eventuell eine Ahnung, warum ein altgriechischer Kult Ihre Tür markiert? Und ist Ihre ehemalige Frau vielleicht verstorben und jemand möchte sie zurückholen? Nur für die Statistik, ich habe gesagt, wir kommen von der drittgrößten Versicherung Amerikas. Nicht von irgendeinem Malerdienst. Okay.
Ja, gut, das war aber ja stimmt, den Punkt hatte ich vergessen. Ich würde mal gucken, ob ich, also ich suche danach, ob ich rausfinden kann, wer die erste Frau war und was mit ihr passiert ist. Das kann man in der Tat machen. Das würde ich dir ohne Wurf tatsächlich auch sagen. Zumal wahrscheinlich steht auch im Dossier, dass ihr das hier habt. Also, die erste Frau von Tim Bernier ist eine Sarah Garrison, 46 Jahre alt. Und die lebt noch, soweit man es war. Also die lebt noch, ja, und arbeitet wohl auch noch beim Chicago Police Department, wo sie damals mit Tim Bernier und den beiden Kindern bis zur Scheidung gelebt hat. Oh, okay. Aber auch Police Department. Ja, bei einer anderen Stadt. Ja. Finde ich irgendwas darüber, dass es, keine Ahnung, irgendwie eine Schlammschlacht gab, Scheidungen durch die Presse gingen, weil häusliche Gewalt der Mutter oder, keine Ahnung, häusliche Gewalt des Vaters, wobei dann die Kinder vermutlich nicht bei ihm, irgendwelche Sachen, wo sie mit dem Gesetz selber in Konflikt geraten ist, wobei dann würde sie vermutlich auch nicht mehr bei der Polizei arbeiten. Nee, findest du auch nichts dazu tatsächlich. Also ja, die Fragen sind berechtigt, aber du findest keiner der Aufzeichnungen darüber, weder im behördlichen Sinne noch bei der Presse, noch irgendwie bei ihren Social Media Kram oder sowas, was auch nicht besonders gepflegt wird. Also sie hat wahrscheinlich einen alten Facebook-Account, der seit Jahren brach liegt. Oder finde ich zufällig, dass sie vor kurzem, so vor 8, 9 Tagen, nach Tampa geflogen ist? Findest du nichts? Ja. Nee, also die Ex-Frau ist auch eher eine tote Spur, so wie es aussieht. Gut, dann hilft ja nur eins. Ich bin im Kopf gerade nochmal dieses verfluchte FBI-Standardwerk. Und es heißt immer, reden Sie mit den Leuten. Ja, da bin ich raus. Warum? Herr Gabriella, gut, bestimmt. Nein, ja, wir kennen uns alle. Jetzt ist noch nur die Mutter. Na, jetzt gut, jetzt der, vielleicht arbeitet er noch. Ja, also ich glaube nicht, dass er uns so genau angeguckt hat. Er hat mit dir gesprochen, Carter, aber ob der Mr. Bernier uns so Naja, die genau Frage angeguckt ist doch, was sagen wir ihm? Wenn ich ihm sage, FBI, wir machen irgendwie Ermittlungen, waren erst verdeckt, kann ich das immer noch tun. Wenn wir nicht auffliegen wollen, dann wird es schwierig, weil ich glaube, wenn er euch gesehen hat und man jetzt nochmal eine Lügengeschichte erzählt, dann ist er richtig sauer. Ja. Dann machen wir das so. Wieder als Quartett. Also ich hätte weiterhin vor, einfach an die Uni zu gehen. Ja. Außer unser Händler sagt jetzt nein. Also, ich meine, wenn ihr jetzt schon meine ursprünglichen Anstoß so ein bisschen annehmt, dann bin ich schon sehr zufrieden und will keine weiteren, verlangen gar nicht mehr. Gut. Also ich Delta würde Green gerne. Agenten verbringen den ganzen Tag in die Bibliothek, statt in Therapie zu gehen. Aber das ist ja gelogen, weil sie gehen ja sogar in Therapie. Und was macht's? Hilft fast nichts. Ich bin Oh. Universitätsprofessorin, natürlich gehe ich in die Bibliothek. Weil an der Universität redet man nämlich nicht mit Menschen, alle wissen das. Gut, alles klar. Ja, Nee, mach das ruhig. da gehe ich doch in die Universität. Nein. Also, Ich ja. würde mich mit einem Argument rausreden, ich recherchiere noch was im Internet und würde einfach den Tag verbummeln. Okay. Schlafen. Gut, also Katja und Gabriele wollen mal bei Bernier tatsächlich klingeln und Hallo sagen. Mit FBI-Marke oder wie ist das dann? Ich würde sagen, ja, oder? Gut. Ich bin die Assistentin. Die psychologische Assistentin. Konsultantin, das ist ja völlig legitim. Also das, ne? Counselor. Also, wollt ihr warten, bis die Familie wieder komplett daheim ist, was wahrscheinlich im Laufe des Tages irgendwann sein wird? Oder wollt ihr jetzt die Mutter alleine? Nee, Nö. wenn, dann würde ich gerne alle sehen und wie die reagieren. Gut, das heißt, ihr wartet noch ein bisschen und irgendwann sind nach und nach die ganze Familie wieder eingetrudelt und freuen sich, dass Wochenende ist. Und dann klingelt ihr an der Tür und es macht diesmal die Mutter die Tür auf. Also Evelyn Bernier, wie gesagt, Mitte 40 weiß, ja, und guckt in deine FBI-Mark. Talk to the hand.
Achso, ich dachte irgendwie, der Alex macht das, weil seine Kamera Nein, nicht nein, verschwommen war oder nein. so. Ich Wir hab haben das so gutes verstanden. Verständnis gehabt, ja. Ja. FBI, Gut. können wir bitte reinkommen? FBI? Gibt's irgendwas? Haben wir irgendwie, haben wir Schwierigkeiten? Das werden wir gleich sehen. Vater, ich versuche es doch. Geh doch bitte Diese Menschen zurück sind vom an ihr. FBI. Hast du gerade Vater gesagt? Ach, Kater. Vater. Ich dachte, Vater, was los ist? Also du wurdest schon für eine männliche Katze gehalten und Ja. jetzt sehen die Leute, dass das Vater gesagt Ja. wird. Der Name hält auf jeden Fall viel Comedy-Potenzial in sich. Also sie ruft ihren Mann. Aber wobei sie, nee, sie ist ja bei der Polizei gewesen. Okay, sie ruft die Marke erstmal ganz genau an. Es tut mir leid, wir waren gestern Abend schon hier, wenn Sie sich erinnern. Gestern Abend? Gestern Abend, wenn Sie sich erinnert. Wir haben einige verdeckte Ermittlungen durchgeführt, die zu, nun, beunruhigenden Ergebnissen geführt haben, über die wir gerne mit Ihnen sprechen möchten. Okay, er kommt jetzt dazu und meint auch, ich habe ich doch gestern gesehen. FBI. Waren verdeckte Ermittlungen, entschuldigen Sie. Er ist schon so ein bisschen auf der Defensive und sie meint dann aber, Moment, entschuldigen Sie bitte, aber das FBI ist überhaupt nicht zuständig für diese Art von Fall, außer es gibt einen besonderen Grund dafür. Sag ich ja. Ja, deswegen wollen wir mit Ihnen reden. Dürfen wir reinkommen? Vielleicht. Wir müssen ja nicht die ganze Nachbarschaft unterhalten. Okay. Gabriela, mach du doch mal einen Wurf einfach auf Charisma, würde ich erst mal sagen. Das ist doch gut. Alles klar. Ja, sicher, sicher, kommen Sie rein. Und ihr werdet ins Haus reingeführt, also auch hier sehr, sehr schick, gut gepflegt. Und ihr seht im Hintergrund vielleicht, seht ihr ein 10-jähriges Mädchen irgendwie am Spielen. Oder Sohn, das seht ihr gerade nicht. Und ja, was können wir für Sie tun, Officer? Sagt man Officer? Agent. Agent ist, glaube ich, der richtige Begriff, Richtig. meint Tim Bernier. Und sie sagt, ja, Agent. Nun, dieser Vorfall vor nun 8 Tagen. Ja. Können Sie uns aus Ihrer Sicht noch einmal berichten, was da alles geschehen ist? Lassen Sie bitte den Brand nicht aus. Ja, wir sind. Also Evelyn meint dann, ich wurde wach, weil ich irgendein Geräusch gehört habe und habe gesehen, dass draußen die Mülltonne brennt. Also hab ich Tim geweckt und ich habe nach den Kindern geschaut und er ist raus im Feuerlöscher und hat sich darum gekümmert und erst am nächsten Morgen ist uns aufgefallen, dass dieses Zeichen an der Tür war. Das müsste ja eigentlich auch ein Geräusch gemacht haben. Das ist ja Ja, relativ. find ich auch, da haben Sie recht. Und wissen Sie, was dieses Symbol bedeutet? Nein, keine Ahnung, das ist für Schmiererei. Irgendwelche chaotischen Jugendlichen oder vielleicht auch irgendwelche rassistischen Hillbillies, die sich hier in die Stadt verlaufen haben, meint Tim Bernier dann. Nun. Und ich gucke sie beide genau an. Gibt es irgendjemanden aus dem Jetzt oder aus ihrer Vergangenheit, der ihnen etwas antun möchte oder könnte oder der einen Groll auf sie hegt? Die beiden schauen sich kurz gegenseitig an und schütteln dann beide so ein bisschen den Kopf. Nein, wir haben keine Feinde oder so, das, wenn Sie was meinen. Gibt Ist es denn jemand? jemand? Entschuldigung. Ja. Ja, nein, nein, du wolltest die gleiche Frage stellen. Tatsächlich. Ja. Vielleicht. Ist denn jemand aus Ihrer näheren Familie in letzter Zeit oder verstorben? Nein, also. Zuletzt ist mein Vater gestorben vor 4 Jahren. Sonst hatten wir keine Trauerfälle in letzter Zeit. Was ist denn Dieses das? Symbol, ja. Was Auch sind denn das für Fragen, wenn ich mal fragen darf, meint Evelyn was ist mit Bernier. Ihrem Das ist Sohn, wenn ich einmal fragen darf? Können Sie auch über den ein. sprechen, dass er nichts angestellt hat? Könnten Sie das schwören? ja, unser Sohn Chad ist wohlerzogen und schreibt gute Noten in der Schule. Nun passen Sie auf, wir haben einen wirklich sehr dringenden Verdacht, dass jemand Sie beobachtet des Nachts, um Ihr Haus schleicht. Wir konnten ihn noch nicht feststellen, aber es muss dafür einen Grund geben. Es ist Ihr Ja, Haus. Mensch. In Ihrem Garten. Ja, im Garten. Wir haben Vorgarten.
Dieses Symbol ist das Symbol eines griechischen Kultes. Des griechischen Kultes. Ich Also eines. möchte die ganze Zeit natürlich möglichst genau beobachten, ob mir Ja, klar. irgendwelche Reaktionen Okay, auffallen. dann mach doch mal einen Wurf auf Human Intelligence. Das ist der Skill, mit dem man Menschen liest. Oho, das ist ein ziemlich überzeugender Erfolg, möchte ich mal sagen. Und auch Hamilton, also ihr beide, also das mit den griechischen Kult, das sagt denen überhaupt nichts, da ziehen die völlige blank. Also, keine Ahnung, nie gehört, wissen sie nicht. Als sie sich kurz angeschaut haben bei der Frage, ob es irgendjemanden gibt, der irgendwie ihnen schaden könnte, haben sie wohl beide mal kurz überlegt, aber haben dann wohl beschlossen, nee, das ist außer Frage, aber vielleicht ist ihnen jemand eingefallen und sie wollten es aber nicht sagen. Okay, passen Sie auf, Sie beide. Gab es mal jemanden, der ihn schaden wollte, der dies aber nun nicht mehr tun kann? Vielleicht ist er im Gefängnis oder irgendwie so in dieser Art und Weise. Ich will das andere nicht sagen, was ich eigentlich denke. Also er meint dann, atme nochmal tief durch und meint, hören Sie, die einzige Person aus unserer Vergangenheit, aus meiner Vergangenheit, mit der das Verhältnis nicht mehr so gut ist, wäre meine Ex-Frau Sarah in Chicago. Die Scheidung verlief unerfreulich, ich habe das Sorgerecht für die Kinder, wie Sie sehen, aber wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir irgendwelche tollen Geschichten ausgemalt, die jetzt kommen. Und Und gab es da in der letzten Zeit denn noch mal irgendeinen Konflikt? Nein, gar Hat sie nichts. vielleicht Kontakt mit den Kindern? Nein, also Sie können die Kinder selbst fragen, aber das würden Sie mir sagen. Catherine wird sich kaum an ihre Mutter erinnern können. Sie war 2 Jahre, als wir uns getrennt haben. Und Chad, die Kinder haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter und zueinander. Und wir sind alle sehr froh, wenn wir nicht mehr an Sarah denken müssen. Das klingt, als ob es da wirklich dramatische Ereignisse gegeben hätte. Er atmet nochmal tief durch. Und Evelyn meint, ich gehe mal kurz nach Chat sehen oder so, keine Ahnung. Hören Sie. Ich habe das Sorgerecht für die Kinder bekommen, weil sich herausstellte, dass meine Ex-Frau sich missbräuchlich gegenüber den Kindern verhalten hat. Kinder hatten unerklärliche Schnitte und Verbrennungen. Die Polizei sprach von ritualistischen Elementen. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das bedeuten soll. Für mich ist das alles völliger Humbug. Und Entschuldigen Sie Chad bitte. hat. Sie haben dann nicht, als jemand mit Blut etwas an Ihre Tür geschmiert hat, irgendeine Idee? Wir haben seit Jahren nicht mehr an sie gedacht. Wir haben jeglichen Kontakt abgebrochen, beziehungsweise sie hat auch von ihrer Seite aus keinen mehr initiiert. Die Sache war erledigt, und ich habe hier ein neues Leben mit einer neuen Frau und meinen Kindern und wir sind sehr, sehr glücklich. Dürften wir vielleicht noch einmal mit den Kindern sprechen? Vorsichtig. Sie können dabei sein. Also bei Catherine werde ich dabei sein müssen, denn falls nicht jemand zufällig von Ihnen amerikanische Zeichensprache beherrscht, werde ich Nee. übersetzen, Ich wenn das glaube, in sie war Ordnung auch ist. zu jung vor 7 Jahren, ne? Also sie ist jetzt 10, ja. Ja, also ich glaube, das hat wenig Sinn. Und Okay. ansonsten können Sie auch gerne mit Chat reden, natürlich, klar. Bitte? Vielleicht, wenn der Vater vielleicht schon mal vorgeht zu der kleinen Catherine, würde ich zu Carter sagen, vielleicht hat sie sie ja, vielleicht war die Mutter bei ihnen irgendwie. Also nicht damals, sondern jetzt. Ja. Vielleicht besucht sie Okay, sie das nachts heißt, oder so. Ja.
Das heißt, Gabriela würde mit Chat reden. Nee, Warum wolltest du beide. das machen? Beide. Beide, ihr wollt beide mit Chat reden, alles klar. Also dann ruft er einfach, Chat, komm mal runter. Was denn? Nur nach einem Hin und Her kommt dann Chat runter. Ist ein großer, schlaksiger, 16-jähriger afroamerikanischer Teenager, der wahrscheinlich gerade, ja, keine Ahnung, der viel mit besseren Dingen zu tun hätte, als mit euch zu reden. Diese Leute, keine Angst, Chat. Diese Leute wollen einfach nur noch wegen der Sache an der Tür, wollen noch mit dir reden. Ja, okay, hi, was kann ich für Sie tun? Ich, du. Bitte, bitte, als ich glaube, du kannst das einfühlsamer, das ist mir schon klar. Ja, Chat, sagt dir dieses Symbol an eurer Tür irgendetwas? Nein, sagt mir nichts. Keine Ahnung, was das soll. Seitdem das da ist, ist irgendwas Merkwürdiges passiert? Würfel mal Jument. Also ihr beide, seid ihr beide da? Beide nicht geschafft. Ja. Ein Punkt nicht geschafft. Aber andererseits, er will es ja auch. Ich glaube, er will das gar nicht vereinen. Also, er überlegt so kurz. Also, was meinen Sie denn mit seltsam? Ja, hast du vielleicht irgendwelche Erlebnisse gehabt, die nicht so normal sind? Hast du vielleicht Kontakt mit deiner Mutter nochmal gehabt? Oder hast du komische Träume gehabt? Oder hast du nachts irgendwas gehört? Okay, also es ist eine Achterbahn von Emotionen in seinem Gesicht, als du sagst, Kontakt zur Mutter, guckt dich so an, als hättest du gerade irgendwie einen flambierten Hermelin mit Pommes bestellt, weil das scheint ihm offenbar völlig überhaupt nicht in den Sinn zu kommen. Aber als du fragst, ob er nachts was gehört hat, macht es kurz so Klick in seinem Kopf, das merkt ihr. Und er meint, ich habe in den letzten Nächten, aber das ist wahrscheinlich Quatsch, ich dachte, ich hätte was gehört. Kann es aber nicht genau sagen, aber einmal habe ich gedacht, dass ich aus dem Schlafzimmer von meiner Schwester gehört hätte, als wären da, also als würde sie bewegen und noch, als wäre jemand anders bei ihr und würde da auch sich bewegen. Und hast du nachgeschaut? Nö, also sie hat auch am nächsten Tag nichts gesagt. Ich gehe davon aus, dass sie einfach nur gespielt hat oder sowas, statt zu schlafen. Aber sonst ist dir nichts aufgefallen. Guck zu den Eltern. Waren Sie bei Ihrer Tochter in dieser Nacht? Nein, ich höre das zum ersten Mal. Könnten Sie sie fragen? Ja, natürlich. Und sie geht rüber, um Catherine zu holen. Und Catherine, also ein 10-jähriges Mädchen. Ihr seht so von der Art und Weise, wie diese ganze Familie miteinander interagiert. Also wenn die sagen, die sind sehr glücklich, dann ist das nicht gelogen. Also alle diese Familie sind sehr liebevoll miteinander. Also die Eltern übersetzen dann quasi, sagen dann quasi, ich erkläre Ihnen jetzt, dass Sie hier ein paar Fragen stellen und, ne, und dann machen die das. Und die übersetzen dann für euch die Zeichensprache. Was wollt ihr denn von ihr wissen? Ja, das ist wahrscheinlich die gleiche Frage, ne? Ob sie nachts irgendwelche Träume in letzter Zeit hatte, oder Oder jemand gesehen oder gesehen hat, genau. etwas gesehen hat. Sie schüttelt den Kopf und macht entsprechend Bewegungen, das wohl, also wird euch doch übersetzt dann, ne? Nein. Human würfeln, bitte. Boah. Also, da kann Gabriela nicht so richtig mit was mit anfangen, aber Carter ist so ein knallharter Ermittler und Vernehmungsbeamter, dass er auch bei einem gehörlosen 10-jährigen Mädchen merkt, dass sie was verheimlicht. Dann sage ich zu der Mutter oder dem Vater, wer auch immer gerade übersetzt, entschuldigen Sie, aber Ihre Tochter sagt nicht die Wahrheit. Bitte? Ich weiß nicht, ob Sie, ja, FBI, ich kann sowas sehen. Sie bitte noch einmal vorsichtig nachfragen und ihr vielleicht sagen, dass sie keine Angst haben muss, gerade wenn es um ihre Ex-Frau in irgendeiner Weise geht, dass sie nicht sauer auf sie sind. Mach mal einen Wurf auf Persuade.
Ja, okay. Sie verleiten die Frage so weiter. Seit dieses Zeichen an der Tür angebracht worden ist, kriege ich nachts Besuch. Aber es ist kein schlimmer Besuch, wird übersetzt für euch. Ist lieb. Verstehen uns gut. Können Sie fragen, wer das oder wie das, wie derjenige aussieht, der Sie besucht? Übersetzt, antwortet, übersetzt. Sie sagt, ist jetzt der Vater, sie sagt, ihr Besucher nennt sich Sweet, oder ja doch, nennt sich Sweetness. Also wie Süßkeit, oder? Und fragt mal nach, antwortet nochmal. Und kann Zeichensprache. Haben Sie aus irgendwelchen älteren Fotos noch ein Foto Ihrer Ex-Frau durch irgendeinen Zufall? Mit Nein, den ich habe keins Kindern? mehr. Auch nicht mit den Kindern? Doch, vielleicht habe ich noch welche aus dem. Da muss ich mal auf dem Speicher nachschauen, aus irgendeinem alten Urlaub oder sowas. Kann man die googeln? Ja gut, Lance hat ja schon mal nach ihr geschaut. Also sie hat ja einen Facebook-Account, da Ach sind stimmt, vielleicht ja, seine richtig. Bilder. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon ein altes Bild Selbst haben. wenn sie alt Lance, sind. was Okay, da, dann habe Lance ich hat euch das schnell. schon aufs Handy geschickt. Und Okay. ihr findet also ein Bild von den Vieren in, keine Ahnung, Disneyland Chicago, hätte ich fast gesagt. Also ihr wisst irgendwo jedenfalls. Orlando. Wo sie zu viert waren, ja, nee, von Chicago aus kommst du auch nicht eben hin. Und wo sie noch, also offensichtlich, also alle drei wesentlich jünger und eben mit einer anderen Frau, einer afroamerikanischen Frau, die ja, da auf dem Bild halt eine ganz normale Frau ist, von, keine Ahnung, Mitte 30. Ja, das würde ich ja zeigen. Sie guckt sich das Bild an und kann so richtig nichts anfangen. Also, und wahrscheinlich so erklärt dann der Vater: Guck mal, das sind wir, das bist du, das ist dein Bruder, das bin ich. Und wer ist die Person da? Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Wer Na, auch ich immer nehme sie es an, ne? besucht, sieht zumindest. Gut. Aber ich habe, sie ist, als sie gerade aufhören wollte, macht sie noch, sie hat ein Bild gemalt von Sweetness. Oh, dann zeig uns das mal. Gut, machen wir gleich. Ich würde mal kurz zu Elizabeth in die Bibliothek schneiden wollen. Du wolltest ja ein bisschen was rausfinden über den weiteren Hintergrund von diesem Kram, ne? Genau. Also tatsächlich, was ich schon mal zwischendurch gegoogelt habe, ist letztendlich wie die Katabasis in der Mythologie genau Ja. passiert. Also es ist tatsächlich so, dass bei Odysseus ist es entsprechend nach Blutopfern und Trankgaben und so weiter, dass die Toten zu ihm kommen, um mit ihm reden. Und das ist genau das vielleicht, dass ich jetzt denke, was dann dort passiert, ist halt, was auch immer dort passiert ist, ist durch das blutige Zeichen in irgendeiner Form an der Tür, dass Seelen potenziell aus dem Totenreich quasi zu diesem Haus kommen können oder sowas. Und natürlich wäre die Frage, ob ich noch in irgendeiner Weise mehr herausfinden kann, wie man zum Beispiel so etwas, wenn so ein Ritual schon gemacht würde, an welcher Stelle es endet, wie man dafür sorgt, dass das Ganze dann jetzt stoppt. Weil da stand natürlich dann in der Odyssee nichts darüber, was er gemacht hat, um das Ganze zu beenden. Ja, ich meine, ich sag mal, das mit den Ritualen, um irgendwas zu stoppen, das ist ja so einfach, funktioniert die Welt nicht. Aber du kannst mal nochmal den Unnatural Roll mit plus 20 versuchen, ob du vielleicht noch was anderes rausfindest. Ja, Yes. siehst mal, das ist nämlich jetzt ein Erfolg. Okay, aufgrund der Tatsache, dass du bereits in ein quasi verbotenes Buch geschaut hast, weißt du ungefähr, wie du solche Querverweise lesen musst und so weiter. Und deswegen findest du noch was raus. Nämlich, dass Jos, also ein anderer Name für Kore oder Kos,
ist eine Abkürzung, die in vielen verbotenen Büchern, die als hypergeometrisch bezeichnet werden, was immer das bedeuten soll, vorkommt, Ich wird mag klinische meistens Geometrie. Jo.S. Punkt. Und das ist eine Abkürzung, steht für Yog-Sothoth, einen sogenannten großen Alten, was auch immer das bedeuten soll, Habe ich noch nie gehört. von dem man sagt, dass er die Wege zwischen den Welten miteinander verbindet.